Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu der Podiumsdiskussion Demokratie zwischen Gleichheitsversprechen und Rassismus, für den Auftakt zu dem Workshop zwischen Willkommenskultur und Restriktion, Migrationsdiskurse im und nach dem langen Sommer der Migration Bilder, den Laura Gorian und ich gemeinsam geplant haben und der bis Freitag online hier an der Freien Universität Berlin stattfindet. Ich möchte uns kurz vorstellen. Gorian ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft am Arbeitsbereich Politik und Recht. In ihrem Dissertationsprojekt untersucht sie das demokratische Spannungsverhältnis von universaler Gleichheit und staatlichen Exklusionspraktiken anhand von Protesten gegen Abschiebungen. Sie ist außerdem Vorstandsmitglied bei SOS Mediterranee, einer Organisation zur Seenotrettung im Mittelmeer. Mein Name ist Julia Glate. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin im Bereich Soziologie. Und in meiner Dissertation beschäftige ich mich mit dem russischen Migrationsregime, das heißt mit dem gesellschaftlichen und politischen Umgang mit Migration in einem postsozialistischen Kontext. Ein paar kurze Worte zum Workshop. Der Ausgangspunkt dieses Projekts insgesamt ist im Prinzip die Feststellung, dass sich im Kontext der Fluchtbewegung 2015-16 äußerst widersprüchliche Dynamiken ereignet haben. Das heißt, einerseits konnten wir eine außerordentliche gesellschaftliche Hilfsbereitschaft beobachten, die unter dem Stichwort der Willkommenskultur Einzug gehalten hat in die öffentliche, aber auch wissenschaftliche Diskussionen. Und auf der anderen Seite ist im gleichen Zeitraum eine deutliche Verschärfung der Migrationsgesetzgebung erfolgt. Und dies im Prinzip auch ohne nennenswerte Gegenproteste. Das heißt, wir haben es hier mit einer Gleichzeitigkeit von auf den ersten Blick höchst widersprüchlichen Dynamiken zu tun, die unserer Ansicht nach durchaus erklärungsbedürftig sind. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir in den kommenden Tagen über die Fragen, wie politisch die Willkommenskultur eigentlich ist, welche demokratietheoretischen, aber auch rassismuskritischen Deutungen sich anbieten, welche diskursive Wirkungskraft die Willkommenskultur selbst entfaltet hat. Und wir fragen auch danach, wie sich die Willkommenskultur und die aktuellen Migrationsdebatten historisch kontextualisieren lassen. In der heutigen Podiumsdiskussion wollen wir die Frage nach den genannten widersprüchlich erscheinenden Dynamiken nicht nur unter dem Blickwinkel der Willkommenskultur beleuchten, sondern allgemein fragen, wie sich das Gleichheitsversprechen in demokratisch verfassten Gesellschaften zu dem gleichzeitig existierenden Rassismus in Deutschland verhält. Denn angefangen von der Situation an der EU-Außengrenze über massive Ausbeutung von Gastarbeiterinnen aus dem osteuropäischen Ausland bis hin zur Stigmatisierung von Menschen mit Migrationshintergrund. Auch in demokratischen Gesellschaften erleben viele Menschen alltäglich Ausschluss, Rassismus und Gewalt. Bevor ich jetzt gleich an Laura Gorian übergebe, die Podiumsdiskussion moderiert, möchte ich Ihnen noch ein paar technische Hinweise mit auf den Weg geben. Erstens möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie die Ansicht auf Ihrem Bildschirm verändern können. Und zwar, wenn Sie oben rechts schauen, können Sie von der Sprecherinnenansicht auf die Rasteransicht umstellen. Das empfehlen wir Ihnen, da Sie dann die Möglichkeit haben, alle Diskussionsteilnehmerinnen gleichzeitig zu sehen und nicht nur die gerade sprechende Person. Zweitens möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre Fragen an die Diskussionsteilnehmerinnen in einem Online-Dokument eintragen können, das Sie über die Chat-Funktion aufrufen können. Das heißt, jetzt in der nächsten Zeit oder jetzt gleich müsste im Chat ein Link erscheinen, den Sie aufrufen können und dann dadurch ein Pad öffnen online, in dem Sie dann sozusagen Ihre Fragen einschreiben, die wir dann im Hintergrund ordnen und zusammenfassen und am Ende an die Moderation übergeben. So, zu guter Letzt möchten wir uns an dieser Stelle außerdem ganz herzlich bei Celine Gervadre und Simon Clemens bedanken, die uns als studentische Mitarbeiterin wirklich großartig bei der Organisation des Events und des Workshops unterstützen. So, und damit leite ich über zu Laura Gorian, die die Moderation der Veranstaltung übernimmt und auch die Gäste der Podiumsdiskussion vorstellen wird. Ja, vielen Dank, Julia. Dann schalte ich dich jetzt raus. Moment. Voilà, genau. Super.
Wie Julia schon gesagt hat, wir wollen heute mit großartigen Gästen über Rassismus und seine Wirkung in Deutschland und Europa sprechen. Und wir wollen nachdenken über Diagnosen, die sich in Bezug auf die heutige Demokratie angesichts dieses Widerspruchs von Gleichheitsversprechen und Rassismus stellen lassen und fragen, wie sich Diskurse um Migration über die letzten Jahre eigentlich gewandelt haben, wie diese Entwicklungen einzuschätzen sind und dann auch gemeinsam überlegen, wie der Kampf gegen Ungleichheit, völkische Ideen, Rassismus, Antisemitismus umgesetzt werden könnte. Dazu, da bin ich mir sicher, haben unsere Gäste wirklich einiges zu sagen und ich werde sie jetzt vorstellen. Ich bleibe einfach bei der Reihenfolge, die wir jetzt in dem Flyer hatten. Naika Furutan ist Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität hier in Berlin und ist dort auch Direktorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Außerdem ist sie Gründungsvorstand und Leiterin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, DEZIM. Und vergangenes Jahr erschien ihr Buch mit dem Titel Die postmigrantische Gesellschaft, ein Versprechen der pluralen Demokratie. Schön, dass Sie hier sind. Max Schollek ist Lyriker und Schriftsteller. Er ist in ganz verschiedenen Projekten involviert. Herausheben möchte ich an dieser Stelle sein viel diskutiertes Buch Desintegriert euch. Er hat auch einen Beitrag unter dem Titel Gegenwartsbewältigung im Sammelband Eure Heimat ist unser Albtraum veröffentlicht. Und unter dem gleichen Titel erscheint jetzt im August ein weiteres Buch. Herzlich willkommen. Tahir Della ist Sprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und ist darüber hinaus Fachreferent für Dekolonisierung und Antirassismus und setzt sich in diesem Rahmen dafür ein, dass die koloniale Geschichte Deutschlands aufgearbeitet wird. Ein Buch, das haben wir vorhin besprochen, ist momentan nicht auf dem Weg, aber wir würden uns darüber freuen. Schön, dass Sie da sind. Und Herr Della, an Sie würde ich auch gleich die erste Frage richten. Der Mord an George Floyd durch einen Polizisten in den USA hat ja in den vergangenen Wochen wirklich tausende Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße gebracht und eine intensive Debatte über Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Und auch in Deutschland sind tausende Menschen auf die Straße gegangen. Und ich würde gerne Ihre Einschätzung dazu hören, was treibt eigentlich diese Protestbewegung jetzt in Deutschland an? Und wie bewertet sie das, dass es gerade vor dem Hintergrund dieses Falles zu Protesten kam? Ja, zunächst schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Die Frage habe ich in den letzten Wochen natürlich sehr, sehr oft gestellt bekommen. Ne? Also über uns ist in den letzten zwei Wochen eine Flut an Medienanfragen hereingebrochen, die ich so nicht erwartet hätte, weil der Fall ja an sich jetzt kein neuer war. Also wir haben sozusagen in der Vergangenheit reihenweise solche Fälle gehabt, nicht bloß in den USA, sondern auch hier in Deutschland. Also der Tod von schwarzen Menschen, POCs, durch Polizeigewalt. Und natürlich war dieses Video in seiner Widerlichkeit kaum zu übertreffen, und hat nochmal so die Spitze des Eisbergs gezeigt, was eigentlich stattfindet tatsächlich vor unseren Augen. Und um ehrlich zu sein, ich habe keine vernünftige Antwort auf die Frage, was ist diese globalen Proteste losgetreten haben. Ich kann mir vorstellen natürlich, dass in einigen Ländern einiges zusammenkam, vor allem natürlich in den USA, aber auch weltweit, dass Menschen gesagt haben, okay, das findet sozusagen ja schon länger statt, das ist kein neues Problem. Die Verhältnisse sind zwar nicht deckungsgleich, aber es gibt sehr viele Parallelen. Und vor allen Dingen im Umgang mit institutionellem Rassismus in den Behörden, Strukturen, staatliche Strukturen, ist der Umgang sehr, sehr ähnlich. Das heißt, Menschen kommen zu Tode und es hat keine Konsequenzen für diejenigen, die diesen Tod verursacht haben. Und da wird nochmal klar, dass sozusagen dieses Nichtbesprechen, dieses Nichtverhandeln von institutionellem Rassismus weltweit im Grunde zu sehen ist, zu beobachten ist. Und dass natürlich dann in der Summe einige Sachen zusammenkommen. Ne? Wir haben in den USA das Problem oder die Situation, dass marginalisierte Gruppen unter Covid-19 ganz besonders leiden, dass der institutionelle Rassismus nach wie vor zu einer Spaltung führt, zu einer Verdrängung von Menschen führt, zu einer Ausschluss von Menschen führt. Und das findet natürlich auch bei uns statt. Und ich glaube, das sozusagen in der Summe zu sehen, dass Menschen sagen, uns fallen eine ganze Menge Themen jetzt auf die Füße, die wir bisher nicht wirklich adressiert haben. Ne? Wir haben uns nicht wirklich damit beschäftigt, wie tief sitzend Rassismus in den Gesellschaften verankert ist, welche Wirkungen er hat und wie wenig wir eigentlich wirklich bisher von dem Thema besprochen haben. Das heißt, wir kümmern uns lieber um das rechte Spektrum zum Beispiel, um die Nazis, um AfD und ähnliche Gruppierungen, wo wir uns sehr leicht tun, die als rassistisch einzuordnen. Aber über das tatsächliche gesellschaftliche Problem haben wir uns einfach zu wenig Kopf gemacht bislang. Und ich glaube, das hat sozusagen ganz viele Menschen auf die Straße gebracht. Und wenn ich mir die Kundgebungen angesehen habe, dann waren es ja überwiegend sehr viele junge Menschen, junge Erwachsene, die, glaube ich, ähnlich vielleicht wie bei der
bei der Klimabewegung, die gesagt haben, Leute, ihr habt in den letzten 10, 20, 30 Jahren offensichtlich ganz, ganz viele Sachen an die Wand gefahren oder nicht besprochen oder nicht verhandelt. Und die fallen uns jetzt aktuell auf die Füße. Gelinde gesagt, wir haben die Faxen dicke. Wir wollen sozusagen jetzt eine Veränderung. Und jetzt gilt es natürlich abzuwarten, wie sich das verstetigt. Auch übersetzen das in politische Forderungen. Aber ich glaube, das war so ein bewegender Moment oder ein Moment sozusagen, wo klar wurde, dass eben jetzt ganz viele Menschen jetzt nicht bloß empathisch sind, vorübergehend wegen diesem Video, sondern ganz grundsätzliche Fragen stellen, die beantwortet werden müssen. Ja, vielen Dank. Genau, also aus Ihrem Beitrag lese ich eben ja auch so ein bisschen raus, dass es ja fast was Tragisches hat, dass eben Menschen, die Rassismus erfahren haben, auch so lange nicht zugehört wurde. Aber jetzt gibt es zumindest große Proteste, man könnte fast eine Massenbewegung sagen. Frau Furutan, was denken Sie, welche Chancen birgt es, dass jetzt so viele Menschen bereit sind, über Rassismus zu sprechen? Ja, von meiner Seite auch erstmal guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich würde gerne an den Punkt, den Tahir Della gerade adressiert hat, anschließen und in dem Falle auch nochmal auf diese Potenzialanalyse ein bisschen hinaus, nämlich diesen spezifischen Moment, dass so viele junge Menschen sich in den letzten Jahren deutlicher politisiert haben und im Grunde genommen mit einer zunehmenden Ungeduld und fast auch schon Unbeugsamkeit politische Missstände adressieren. Und auch immer mit dieser Dringlichkeitsfrage, dass es nicht mehr zu verschieben geht. Ich denke, das ist etwas, was im Grunde genommen, man setzt natürlich nicht bei Null an. Fragen von Rassismus und auch Fragen von Klimagerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit sind über die letzten Jahrzehnte immer wieder in Wellen von unterschiedlichen Akteurinnen adressiert worden. Aber es gab so einen Moment, in dem man ein bisschen durch den Verweis auf andere Länder und andere Regionen sich gemütlich zurückgelehnt hat und gesagt hat, bei uns ist doch alles gut. Hier haben wir solche Fragen wie Geschlechtergerechtigkeit schon längst geklärt. Schaut doch mal in die islamische Welt. Oder auch Fragen der Klimagerechtigkeit. Da gibt es immer auch diese Punkte, wo man sagt, vergleicht man Deutschland mit anderen emissionsstarken Ländern, da machen wir doch hier sehr vieles gut. Schaut mal, wie früh wir hier schon die Mülltrennung hatten. Also ich polemisiere das jetzt ein bisschen, aber will einfach auf die Seite hinaus zu sagen, dass die letzten Jahre ein bisschen so ein bräsiger Duktus sich eingestellt hatte und dass das von den Jugendlichen im Moment massiv beantwortet wird mit, so geht es nicht mehr weiter. Und vor allen Dingen die Verschränkung, die Allianz im Grunde genommen auf ganz unterschiedlichen Feldern, nämlich jetzt die Klimafrage mit der Antirassismusfrage und der Geschlechterfrage zu verzahnen, das hätte ja jetzt nicht unbedingt auf der Hand gelegen. Ich sehe da drin aber auch tatsächlich einen Moment, der ein bisschen uns allen verdeutlicht, dass wir vor einem fundamentalen Politikwandel stehen, der aber auch mit dem, was Tahir Della gesagt hat, einhergehen muss, nämlich mit rückwirkenden Wirkungsanalysen. Genau mit diesem, wahrscheinlich haben wir uns lange abgekämpft, auch diejenigen von uns, die wissenschaftlich aktivistisch gearbeitet haben, damit auf Brennherde zu zeigen. Tahir, du hast es eben angesprochen, Rechtsextremismus, antimuslimischer Rassismus, Antisemitismus, dort, wo es tatsächlich plötzlich in Gefahrenlagen kam, wo man reagieren musste. Aber wir haben zu wenig gezeigt oder zu wenig sind die Menschen darauf aufmerksam geworden, dass das ein strukturierendes, gesellschaftsstrukturierendes Prinzip ist, das sehr viel mehr Leute betrifft. Und das haben im Grunde genommen die Klimaaktivistinnen am deutlichsten hervorgebracht. Jeder von uns ist verwoben in diesen Fragen von Klimarückstand oder Klimagerechtigkeit. Und diesen Gedanken müssen wir auch in die Antirassismusarbeit übertragen. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, weil es wird jetzt ja immer wieder hervorgehoben, dass in der aktuellen Bewegung eben nicht nur schwarze, nicht nur migrantisch gelesene Personen sich engagieren, sondern eben auch Nicht-Betroffene, die aber Rassismus nicht mehr akzeptieren wollen. Vielleicht können Sie da noch mal kurz eine Einschätzung auch im Hinblick auf Ihre Analysen zur Polarisierung der Gesellschaft geben. Ja, vielleicht kann man das auch tatsächlich nochmal in Form von neuen Allianzbildungen skizzieren. Man kann sagen, viele von uns sind tatsächlich schon lange in diesem Feld aktiv
und wir können uns an unterschiedliche Claims über die Zeit erinnern. Ich persönlich kann mich zum Beispiel erinnern an erste Entwicklungen, wo es um diese Haltung ging, in der Arbeiterinnenbewegung eine antirassistische Position einzunehmen, und der Claim war: Mach meinen Kumpel nicht an. Das war ein sehr starkes Zeichen damals. Immer wieder hat es solche Momente gegeben, in denen man sich solidarisch zu einer anderen Gruppe gezeigt hat. Aber diese im Grunde genommen binäre Konstitution ist erhalten geblieben. Man hat sich vor jemanden gestellt, jemanden geschützt mit starken Schultern, was ja an sich erstmal ein politischer Akt ist, den man begrüßen kann. Die Zeiten haben sich aber verändert, und wenn man jetzt weiter auf die jüngeren Gruppen schaut, ist das nicht mehr dieser paternalistische Habitus, ich stelle mich vor dich, was immer auch eine Position von Mächtigeren zu Schwächeren einnimmt. Wie gesagt, ich will das gar nicht kritisieren, ich will sagen, jede politische Position, die antirassistisch ist, hat zunächst mal eine Berechtigung, aber sie emanzipiert sich natürlich über die Zeit. Und innerhalb der jüngeren Gruppierung können wir deutlicher sehen, dass es nicht mehr so eine Solidarbekundung in der Form ist, sondern eher eine Allianz von gleich zu gleich. Diese Jugendlichen sehen sich nicht als Schutzmächte von marginalisierten Gruppen, sondern das sind ihre Partnerinnen, Freundinnen, Klassenkameradinnen, was auch immer. Also die Normalität des Gefüges hat sich noch mal deutlicher einfach so quantitativ in die Gesellschaft hineingebracht. Umso weniger verstehen die tatsächlich diese Sachen, weil sie ihre, diejenigen, mit denen sie in diese Allianzgemeinschaft treten, eben nicht als Subalterne definieren. Und ich glaube, dass das vielleicht ein spezifischer Wandel der Zeit ist, auf den wir noch mal genauer eingehen können. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich würde, bevor ich jetzt dich, Max, auch reinhole, noch einen Aspekt, der jetzt auch schon angedeutet wurde, ansprechen, und zwar, wie diese verschiedenen strukturellen Ausschließungsmechanismen eigentlich auch ineinander wirken und zueinander gehören, ob es die gleichen Mechanismen sind oder andere. In der Debatte über Rassismus in Europa und Deutschland geht es ja nicht nur um Polizeigewalt, es geht um gesellschaftliche Ungleichheit, und die zeigt sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen. In Deutschland werden oft die ungleichen Bildungschancen besprochen, aber auch die Chancen, wie man auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt zurechtkommt, auch die notorischen Nachfragen, woher kommst du und so weiter. Und zum Teil entlädt sich der Rassismus ja auch in massiver Gewalt, wie wir jetzt in den letzten Jahren mit den rechtsterroristischen Ereignissen gesehen haben. Aber es gibt eben auch noch dieses Sterben im Mittelmeer, das auch eine Form von postkolonialen Verhältnissen in Europa widerspiegelt. Und entsprechend titelt die Migrantifa von Moria bis Hanau kein Vergeben, kein Vergessen. Dazu die Frage, müssen wir eigentlich all diese Dinge, also den Rechtsterrorismus, die Migrationspolitik Europas, den Alltagsrassismus und so weiter zusammendenken und nach den Zusammenhängen suchen, oder sind das schon Sachen, die man auch einzeln betrachten und analysieren muss? Max, hast du Gedanken dazu? Hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich auch hier zu sein und gleich auf diesem sozusagen Komplexitätsniveau, was ja auch Maria Della und Naika Furutan sozusagen jetzt schon, wir haben es jetzt schon reingeschraubt in die Diskussion. Ich bin sehr dankbar für diese Vorlage, weil ich glaube, ich hätte ähnliche Dinge gesagt und sage genau deshalb jetzt andere Dinge, weil sie sozusagen schon gesagt worden sind. Und wird nochmal vielleicht auf ein paar Aporien zu sprechen kommen, die auch diesen sagen wir mal, Aktivismus, den ja Naika gerade auch stark gemacht hat als einen neuen Aktivismus, vielleicht begleitet. Und zwar genau in dem Moment, wo wir uns ein bisschen von diesen TrägerInnen der Fridays for Future-Bewegung hin in eine vielleicht breitere gesellschaftliches Bündnis hineinbewegen und nochmal gucken, was passiert da eigentlich gerade. Und ich würde da schon sagen, dass Corona die letzten Monate eine Art Indikatorflüssigkeit waren, um bestimmte Dinge nochmal klarer vor Augen zu kriegen. Und das ist vor allem der Unterschied zwischen nationalem Innen- und nationalem Außenraum. Das ist was tatsächlich bei Corona nochmal stärker eine Rolle gespielt hat, weil einfach die nationalen Grenzen zugemacht wurden und weil plötzlich die nationale Care-Frames sozusagen so stark gemacht wurden. Und zwar stark gemacht wurden ganz im Sinne dessen, was als Willkommenskultur schon mal abgefeiert worden war, ein paar Jahre früher, nämlich, Gott, wie kümmern die uns gut um uns selbst. Es ging bis zum Bundespräsidenten, der gesagt hat, sie alle haben Leben gerettet. Und es ist natürlich wahr, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Die andere ist, wir haben auch Leute verrecken lassen.
Und ich finde, diese Spannung zwischen der Komplizinnenschaft aller in einem nationalen Frame, die einen deutschen Pass besitzen, mit einer nationalen Ordnung, die während einer Pandemie die einen überleben lässt und die anderen sterben, die ist ja zeitgleich da mit der sozusagen Solidarisierungsprozessen, die stattfinden jetzt gerade in Bezug zum Beispiel auf Black Lives Matter. Und diese Gleichzeitigkeit, die scheint mir wie vielleicht die offene Wunde zu sein, in die Antidiskriminierungsarbeit, genau wie eine Arbeit gegen andere Formen von Ungerechtigkeit, hineingeht, und zwar notwendigerweise vielleicht hineingeht. Und die sozusagen permanent balancieren muss zwischen diesem Versuch, sich selber als weniger schlimm zu imaginieren als eine Gruppe, zu sagen, wir wollen etwas Besseres als das, was ist, aber nicht gleichzeitig zu sagen, wir sind auch besser als alle anderen. Das, glaube ich, die Spannung, die entsteht, und die, glaube ich, also die in Bezug auf eine deutsche Gegenwart sicherlich, was ich bei Desintegriert euch probiert habe, auszuarbeiten, auch natürlich fußt auf der Frage, sind wir andere geworden in Bezug auf unsere eigene Geschichte? Ist also die deutsche Gesellschaft keine rechte oder keine Nazi-Kontinuitätsgesellschaft mehr? Und ein Effekt dieser Frage ist auch zu sagen, sowas wie Halle oder Hanau, das hat mit uns nichts zu tun. Aber bei Black Lives Matter, da gehen wir raus. Und das finde ich eine wirklich interessante Spannung zwischen diesem, ich habe es in meinem Freundeskreis live nachvollziehen können, dass bei Black Lives Matter plötzlich eine riesige Diskussion über Rassismus anfängt in unserem Freundeskreis oder zumindest angeregt wird, aber gleichzeitig dieselbe Diskussion in Bezug auf Halle oder Hanau nicht geführt wurde. Und das ist doch zumindest bemerkenswert, dass es scheinbar leichter ist, über Rassismus, strukturellen Rassismus zu reden, wenn er in den USA erstmal als Trigger, als Auslöser in den USA passiert und dann als Solidaritätsbewegung hier in Deutschland stattfindet, wo wir dann über Polizeigewalt auch in Deutschland sprechen. Aber wenn sowas wie Halle oder Hanau passiert oder Chemnitz oder NSU oder, also reale deutsche, sozusagen genuin deutsche Ereignisse, die hier stattfinden, dass da die Debatte eher ist, die Rechten in der Polizei. Ne? Und dies, also ich finde, diese Spannung, die beschäftigt mich. Mit der sozusagen bin ich im Moment auch beschäftigt, weil ich das Gefühl habe, irgendeine Frage von Identifikation und Entkopplung findet da statt, die was sehr stark mit so einer postnationalsozialistischen Selbstbild zu tun hat, sich mit den eigenen Rechten immer nur als die anderen zu beschäftigen und nicht als Leute, die mit einem selber zu tun haben. Also nicht zu fragen, wie ist unser eigenes Denken so eingerichtet, dass es sowas wie die AfD nicht verhindern kann. Diese Frage ist nicht die Frage, die wir gerne stellen, sondern lieber, wie ist das, was in den USA passiert, auch das, was in Deutschland passiert? Ne? Also lieber sagen wir sozusagen, was hat die USA mit uns zu tun, als was hat die AfD mit uns zu tun? Um es auf einen Punkt zu bringen. Das vielleicht als eine sozusagen vielleicht etwas unscharfe Antwort auf die Frage, Laura, die du gerade gestellt hast, aber vielleicht gerade darum, nochmal, um das Feld so hinzulegen, wie ich es mir hinlegen würde, weil natürlich ist die Antwort ja, wir müssen das alles zusammen diskutieren. Aber ich würde einen Schritt weitergehen und fragen, warum diskutieren wir bestimmte Dinge nicht zusammen und verknüpfen die dann auf eine andere Weise? Ja. Möchte jemand von den anderen da direkt drauf reagieren? Oder sonst auch noch eine Nachfrage? Ja. Oder beide nachher. Also, Ich würde gerne auf den Punkt reagieren, dass wir tatsächlich auch darüber nachdenken könnten, ob die Demonstration Black Lives Matter und die Form, wie das sich hier mobilisiert hat, ob das nicht ausschließlich mit George Floyd und den USA zusammenhängt, wie Max Czolek das gerade gesagt hat, sondern ob das nicht tatsächlich auch eine spätere Reaktion auf Hanau ist. Das heißt, Hanau ist ja, und die ganzen Debatten um Hanau sind ja in vollem Lauf abgebremst worden durch Corona. Wir befanden uns mittendrin in einer zentralen Debatte um Rassismus in Deutschland. Wir erinnern uns, dass die Kanzlerin diesen Spruch gesagt hat, Rassismus vergiftet Deutschland, dass selbst der Innenminister Seehofer sich dazu eindeutig positioniert hat mit dem Hinweis, das größte Problem, das es hier gibt, ist
der Anstieg rechtsextremer Positionen sogar bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Und wir waren mittendrin, das hat ja jetzt doch Kontinuität noch Gott sei Dank gehabt, in den Diskussionen darüber, dass es ein Rassismus- oder Antirassismus-Kabinett in der Bundesregierung geben soll. Das alles stand zur Diskussion, als plötzlich Mitte März, also wenige Wochen nach Hanau, durch die Corona-Pandemie sämtliche politische Prozesse gestoppt wurden, unter anderem auch eben die Klimafrage. Und man kann fast, und genauso haben wir vorher ganz stark über Moria diskutiert, alles das ist erstmal durch Corona zugedeckt worden und sehr viele Menschen haben dieses Unbehagen gespürt. Nach den ersten Wochen des Sich-Einrichtens in dieser neuen Situation kamen sehr bald schon Aufrufe, diese politischen Themen nicht zu vergessen und nicht von Corona überdecken zu lassen. Gleichzeitig haben wir sehr viele neue Debatten geführt, nämlich das, was eben auch schon gesagt wurde, die Frage von prekärer Arbeit, prekärer Lohnarbeit und die Frage von systemrelevanten Berufen und die Erkenntnis, dass sehr viele vulnerable Gruppen im Grunde genommen durch ihre Arbeit das politische System und die Volkswirtschaft hier stützen. Sprich, vor allen Dingen Frauen und sehr viele Migrantinnen, die eben überproportional in systemrelevanten Berufen vertreten waren. Das heißt, interessanterweise hat dieser erste Moment von Corona deckt alles zu, sich irgendwann transformiert in einen Moment, Corona wirkt wie ein Brennglas, das soziale Probleme noch mal schärfer in den Fokus rückt. Und in diesem Zustand passierte George Floyd und USA. Und man kann fast sagen, das hat die gesamte angesammelte und gestoppte und gestaute Wucht aufgenommen. Und deswegen sehe ich nicht, dass Hanau unabhängig von Black Lives Matter funktioniert, sondern ich sehe eine direkte Genealogie dahin und glaube, dass sich diese Proteste tatsächlich eben auf eine angestaute Form von Protest oder wie eben Tagliatella das am Anfang gesagt hat, dieser Moment zu denken, so kann es nicht mehr weitergehen, dass das zusammengekommen. Della, ich gebe Ihnen gleich das Wort, genau. Entschuldigung. Soll ich? Ja, genau. Entschuldigung. Würde ich auch so sehen, also ich glaube auch, dass die Chance besteht tatsächlich, und das meinte ich ja vorhin, ne, dass sich jetzt dieser Protest verstetigen muss in politischer Bewegung, in politischen Forderungen und in der Politisierung, die lange ansteht. Ne? Also wo ich schon denke, das war längst überfällig. Und gleichzeitig sehe ich aber auch so ein bisschen noch das Problem, das gehört zu der Frage, die Sie vorhin gestellt haben, müssen wir die Dinge zusammen diskutieren? Und das tun wir tatsächlich ja nicht. Ne? Also wir haben die Willkommenskultur angesprochen, also wo ja sozusagen eine ganz massive Bewegung, Solidarisierungsbewegung zu verzeichnen war, wo Menschen gesagt haben, wir wollen uns solidarisch zeigen, wir wollen den Menschen helfen. Und da liegt ja schon so ein bisschen das Problem drin und gleichzeitig aber auch nicht wirklich die Frage gestellt haben, wieso flüchten denn die Menschen überhaupt? Wieso gibt es überhaupt Migration und Flucht? Was hat das mit unseren Verhältnissen hier zu tun? Und genau diese Debatten vermeiden wir immer. Also wir reden davon, Fluchtursachen zu bekämpfen. Tatsächlich bekämpfen wir aber Flucht oder die Menschen, die flüchten oder die Menschen, die migrieren wollen. Und verbinden das in keinster Weise mit unseren Lebensverhältnissen hier im globalen Norden und klammern damit sozusagen aus die Chance überhaupt, uns mit diesen Themen mal umfassend zu beschäftigen. Denn wenn wir sozusagen das immer so als Reaktion auf Zustände nur machen. Also wenn wir sozusagen reagieren, sagen, ja gut, es gibt eine Herausforderung, Menschen kommen hierher beispielsweise oder Menschen werden ermordet, wir gehen auf die Straße. Aber wenn wir nicht sozusagen darauf folgend die Systemfrage mal stellen, also fragen, ist das System, die Struktur, wie sie jetzt momentan existiert, in dem wir uns eigentlich allermaßen wohlfühlen, mehr oder weniger, ist das sozusagen tragfähig für die Zukunft oder wie ich glaube, was die Jugendlichen eben jetzt die Frage stellen, oder beantworten zum Teil auch schon, nein, sie ist nicht tragfähig, sie ist nicht so tauglich für die zukünftigen Fragen und für die Lösungen dieser Probleme. Und ich glaube, das ist sozusagen noch, was fehlt meines Erachtens, dass die Bereitschaft fehlt, sich wirklich mit den Strukturen, mit Institutionen zu beschäftigen. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen deutlich, der Bundespräsident hat gesagt, es reicht nicht, nicht rassistisch zu sein, sondern wir müssen Antirassisten werden. Das stimmt natürlich, da würde ich sofort zustimmen. Nur ich frage mich sozusagen, wen er im Blick hat dabei. Und ich glaube, dieses verengte Verständnis von Rassismus in Deutschland hilft da nicht besonders weiter. Ne? Wir fokussieren uns immer noch, wie ich schon gesagt habe, auf das rechte Spektrum. Da tun wir uns sehr, sehr leicht. Wir tun uns sehr leicht, wenn wir das sozusagen individuell verhandeln, dass es einzelnen Leuten schlecht geht, die Rassismuserfahrung machen. Aber dass es sozusagen natürlich ein System ist, das dahinter steckt. Und ich habe in den Medien noch nie so oft das Wort systemischen Rassismus gelesen, aber immer im Zusammenhang mit den USA.
Also sozusagen die Frage zu stellen, dass es natürlich genauso auch hier ein Problem ist, dass hier sozusagen zum Tod von Menschen führt oder zur Ausgrenzung führt, zur Ausbeutung führt. An dem Punkt sind wir noch nicht angelangt. Und ich glaube aber genau das wollen die Menschen jetzt hören, dass diese Debatten geführt werden und nicht mehr sozusagen, dass es so eine Konjunktur ist, die jetzt aufgrund dieses Mordes stattfindet, sondern dass es eine anhaltende Debatte stattfindet, die sozusagen auch wirklich die Systeme in Frage stellt, die verursachen die Probleme. Ja, das ist eine, finde ich, sehr spannende Diskussion, so diese Frage auch, wie durch Thematisierung auch immer Dethematisierungen stattfinden. Und da haben wir jetzt ja schon viele, also im Bereich Rassismus schon viele Fälle auch aufgemacht. Und man könnte das natürlich in beide Richtungen denken. Also das klang jetzt ja auch in Ihren Beiträgen an, dass man einerseits sagen kann, okay, da werden jetzt auch Sachen wie Hanau oder so wurde vielleicht nicht genug thematisiert und wurde dann auch abgebrochen durch Corona, der Diskurs darum. Andererseits ermöglicht jetzt vielleicht auch eine Verbreiterung genau das, nämlich dass man endlich mal diese Zusammenhänge herstellt, auch für eine breitere Masse und nicht nur in einem zum Beispiel wissenschaftlichen Diskurs oder so. Ich fand es jetzt ziemlich spannend und musste an ein Video denken, so bei der Frage auch, okay, das ist ja auch alles total aufreibend, dass so viele Sachen überhaupt nicht thematisiert werden. Und es gab ein Video von den Protesten in den USA von Kimberly Jones, das haben hier wahrscheinlich auch viele gesehen, wo sie gesagt hat, die Weißen haben eigentlich immer wieder den Gesellschaftsvertrag gebrochen und they are lucky that what black people are looking for is equality and not revenge. Also die Weißen müssen sich eigentlich glücklich schätzen, dass schwarze Menschen für Gleichheit sich jetzt hin auf die Straße stellen, also eine demokratische Forderung formulieren und nicht Vergeltung suchen. Und vielleicht können wir auch noch mal da über so Themen wie Wut und sowas sprechen und die Frage, was wäre denn dann auch der richtige Kampf, um jetzt diese Spannung, die wir auch thematisiert haben, produktiv zu machen? Also so einerseits, also wie das hängt irgendwie zusammen, aber jetzt gibt es irgendwie vielleicht ein Möglichkeitsfenster, in dem mehr thematisiert werden kann. Wie könnte man das jetzt auch in die Bewegung tragen und in die politischen Institutionen? Wer mag was sagen? Ich möchte, danke für die Frage. Ich möchte nur zu einem Aspekt was sagen, nämlich zu Wut und Rache, und zwar aus Gründen, die was mit meiner künstlerischen Arbeit zu tun haben. Ich bereite für den nächsten Oktober 21 im Jüdischen Museum Frankfurt am Main die erste große Ausstellung zur Kulturgeschichte der jüdischen Rache vor, wo wir quasi uns angucken von Bibel über rabbinische Diskussionen bis hin zu, also über Mittelalter und Mythenfiguren bis hin zum Zweiten Weltkrieg und danach bis zu Comics und so, auf welche Weise quasi diese Rachefiguration auch eine andere Subjektivität erzählt. Also ich glaube, sozusagen Rache und Wut ist einfach erstmal auch ein wichtiges Gegengewicht zu dieser Opferschaft, zu jüdischer Opfererzählung, zu sagen, es gibt auch eine Erzählung der jüdischen Wut, es gibt auch eine Erzählung der jüdischen Rachefantasien, die häufig nicht real werden, fast nie, aber die trotzdem etwas erzählen über die vielleicht Menschlichkeit des Jüdischseins, die sich weit über das, was die Zuschreibung aus der Dominanzkultur heraus zulässt an möglichen jüdischen Positionen, die meistens gut sind und vergebend. Und also ich weiß, der Bundespräsident hat gerade in Yad Vashem hat eine Rede gehalten und gesagt, also so schön, dass wir in Yad Vashem sind, dass der Geist der Versöhnung. Und ich finde das erstaunlich, ja. Also ein deutscher Bundespräsident kann sich eigentlich ein Treffen anlässlich der Erinnerung an den Nationalsozialismus nur als Versöhnung vorstellen. Ich glaube, von jüdischer Seite ist das nicht notwendigerweise so. Erinnerung muss nicht Versöhnung sein. Erinnerung kann auch unversöhnlich sein. Es kann einfach eine Erinnerung sein. Und diese Spannung, da glaube ich, ist Rache und Wut einfach ein wichtiges Element, um Differenz aufrechtzuerhalten. Und vielleicht ist die Vision der Gesellschaft auch nicht das Ende von Differenz, sondern dass nicht mehr das nicht invasive Aushalten der Trauer der anderen, die halt eine Trauer und eine Wut bleibt und die nicht befriedet wird in diese Idee einer harmonischen Gemeinschaft. Das vielleicht als das eine, und es ist mir begegnet auf dem Weg witzigerweise
nochmal kurz, also einen Tag nach Hanau bin ich ins deutsche Radio gefahren und habe ein Interview gegeben zu einer Amazon Prime Serie, die heißt Hunters. Keine besonders gute Serie, aber es geht um Rache, jüdische Rache. Und der Taxifahrer war mit seinen postmigrantischen Boys in Schöneberg aufgewachsen und meinte, er hat erzählt von den Straßenkämpfen und bla, die es da früher gab. Und meinte, also er hofft, dass keiner von uns, also er meinte seinen Jungs, jetzt in eine deutsche Kneipe geht mit einer Waffe. Und ich dachte mir, das ist krass. Und gleichzeitig verstehe ich es total gut, dass diese Idee des Gegenschlags eine ist, die auftaucht und die, glaube ich, bei der man jetzt, kann man jetzt sozusagen die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie schrecklich, oder kann sagen, es ist eine sehr männliche, oder keine Ahnung, was man darüber sagen möchte. Aber die Frage, wo geht man hin mit diesen Wutgefühlen? Wo geht man hin mit dieser Ohnmacht, die ja nicht immer nur eine ist, wo man sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern auch eines macht mich wütend. Da, glaube ich, ist zum Beispiel Kunst ein absolut zentraler Ort oder auch meinetwegen, was ja auch nur eine weitere Kunst ist, Hip-Hop, ein Ort, an dem diese Dinge verhandelt werden und an dem ich stark machen würde, dass das künstlerische Feld in der gesellschaftlichen Gegenwart eine immens wichtige Rolle dabei spielt, diese Dinge im Moment zu verarbeiten. Also ich habe direkt darüber nachgedacht, ob man nicht eigentlich ein Stück schreiben müsste, wo Inglourious Basterds mäßig genau diese Konstellation stattfindet. Man geht in eine Schultheißkneipe und man nimmt Rache. Einfach nur, um das einmal durchzuspielen, damit man es aus dem System raus hat. So. Ich dachte, mein Arbeitstitel Halle, Hanau, Hitler und dann sozusagen spielt man das einmal durch. Ich weiß nicht, ob das passt zu, was ich jetzt gleich sagen werde, aber ich hoffe mal, ja. Also ich glaube auch, dass wir sozusagen bei den ganzen Auseinandersetzungen über Gewalt zum Beispiel jetzt, ne, dass dann gesagt wird, ja, jetzt hauen die alles in den Klump in den USA, das sind ja deren eigenen Viertel und wie können die nur, oder auch hier, wenn es zu Gewalt kommt, ja, auf Kundgebungen beispielsweise, ne, wo dann sozusagen dieser Protest sofort in die Ecke gestellt wird, dass es so nicht gehen würde, das ist halt völlig ausblendend, dass die Menschen eben, ja, wie Max sagt, ne, eine Wut haben, sozusagen auch eine Auswegslosigkeit sich befinden, wo ihnen einfach nicht zugehört wird, wo sozusagen die einzige Methode offensichtlich auf der Hand liegt, zu sagen, okay, dann müssen wir mal auch Putz hauen, dann müssen wir sozusagen mal Dinge anzünden und die dann auch gleichzeitig sagen, ihr jammert, wenn Autos brennen, aber ihr schweigt, wenn Menschen sterben. Ja? Und das, dieses Nicht-Umgehen mit diesem Druck, dieses Nicht-Zuhören, was du auch am Anfang gesagt hast, Laura, dass sich dann natürlich aufstaut und dass Leute sagen, nee, es kann sozusagen nicht, wir haben keinen Bock mehr auf Verhandlungen oder auf Gespräche. Wir wollen vor allen Dingen nicht, bevor was aufgearbeitet ist, über Versöhnung reden. Ne? Also Deutschland beschäftigt sich jetzt nach über 100 Jahren endlich mit seiner kolonialen Vergangenheit, konkret in Namibia mit dem Völkermord, der lange geleugnet worden ist. Und das Erste, was sozusagen ganz zentral war, wir wollen uns mit Namibia aussöhnen. Wir wollen versöhnen, wir wollen sozusagen das in Ordnung bringen und gleichzeitig aber gesagt haben, aber wir können auf keinen Fall über Reparationen sprechen. Also wo klar wird, dass eigentlich dieses Versöhnen eigentlich als Maßnahme gesehen wird, was zum Tisch zu haben. Wir wollen uns eigentlich damit verabschieden von dem Thema. Und genau darum darf es eben nicht gehen bei so einem Prozess. Und das Gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Formen von Diskriminierung und Ausgrenzung in diesem Land, wo es sozusagen eigentlich deutlich wird, dass wir uns ganz intensiv mit der Shoah beschäftigt haben. Wir wissen, glaube ich, über diese Epoche mehr als über viele andere Epochen. Aber wir uns eigentlich nicht wirklich sozusagen davon verabschiedet haben, von diesem Antisemitismus, dass wir nie wirklich geklärt haben, wie kam das überhaupt zustande tatsächlich. Und eigentlich da ihr uns als Weltmeisterin der Aufarbeitung lieber feiern, anstatt mal zu gucken, wieso ist denn dann immer noch Antisemitismus ein fester Bestandteil dieser Gesellschaft? Und wieso kommt es immer noch zu Übergriffen? Ne? Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für Rassismus gegen schwarze Menschen oder People of Color. Dass sozusagen damit nie wirklich gebrochen worden ist mit diesen Verhältnissen, dass wir die sozusagen immer gerne verorten ins Ausland, wenn möglich, ne, in die USA und so weiter und so fort, aber nie wirklich als ein gesellschaftliches Problem gesehen haben, das hier auch prägt tatsächlich. Die ganzen Verhältnisse sind überhaupt nur denkbar oder vorstellbar mit diesen rassistischen Verhältnissen, mit diesen rassistischen Ausbeutungen, mit der globalen Ungerechtigkeit und so weiter und so fort. Ne? Und davor scheuen wir uns. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch wirklich als Gesellschaft immer ein Problem, wenn der Laden hochgeht, ne? Wenn die Leute auf die Straße gehen und ihre Wut sozusagen auch freien Lauf lassen. Ohne das zu sagen, dass es die einzige Methode sein muss. Aber es macht eben sichtbar, dass eben viele Sachen nicht angemessen verhandelt worden sind und adressiert worden sind. Ja.
Wir haben ja auch vorhin schon mal kurz über die Willkommenskultur geredet und weil jetzt ja auch unser Workshop die nächsten Tage dazu ist, würde ich da mal damit anschließen, dass ja 2015/16 im langen Sommer der Migration sich Tausende in Deutschland in freiwilligen Initiativen engagiert haben und somit diese Willkommenskultur eingeläutet haben. Und ja, das ja auch im Ausland weitläufig so rezipiert wurde. Wie bewertet ihr dieses Phänomen? Hat diese Willkommenskultur eigentlich was verändert, auch was grundsätzlich verändert in Deutschland? Frau Furutan, vielleicht können Sie was dazu sagen. Also ob es grundsätzlich was verändert hat, das finde ich jetzt sehr schwierig zu bewerten. Aber ich kann zumindest darauf vielleicht eingehen, dass jetzt neulich das Familienministerium einmal versucht hat, ein Resümee zu ziehen und dabei gesagt hat, fast jede zweite Person hat in irgendeiner Form in dieser Zeit, seit dem Sommer der Migration, ein Engagement mit Bezug zur Willkommenskultur gezeigt. Und damit haben sie verwertet Spenden, Aufrufe, aktivistische Situationen, Unterstützung, Ehrenamt etc. Insofern ist das schon eine deutlich höhere Zahl. Als wir jetzt hier am Institut erhoben hatten, wir kamen auf ungefähr 10%. Wir haben allerdings auch, also mein Kollege Ferhat Karakayali und Olaf Kleist, die haben vor allen Dingen ehrenamtliches Engagement direkt geprüft. In jedem Fall war auch das, 10% ist eine sehr, sehr hohe Zahl von Personen, die sich spontan entschieden haben zu helfen. Und was dabei auch überraschend war zu sehen, ist, dass das eben nicht nur üblichen Verdächtigen waren, wenn man das so sagen will, Aktivistinnen, die immer schon in diesen Fragen engagiert waren oder junge Menschen oder Studierende oder vielleicht Menschen, die Zeit und Geld haben, sondern es haben sich sehr viele Menschen engagiert, die unerwartet. Also gerade wenn wir in Bayern die ersten sozusagen Eintrittsgebiete der Geflüchteten uns ansehen, hat auch eine sehr alte, konservative Bevölkerung plötzlich sehr viele aktive Zeichen des Willkommens gesendet. Und das ist das, was so ein bisschen anschließt an das, was Sie eingangs gesagt haben. Diese Ambivalenz, eben Max Czollek als Aporie ein bisschen bezeichnet hat, diese Form, dass es so große Widersprüche gibt, mit denen wir nicht wissen, wie wir umgehen sollen. Wir haben auf der einen Seite eben in Bayern ein sehr konservatives Spektrum, das aktiv geholfen hat, das aber gleichzeitig, wenn wir in Fragen von emanzipativen Strukturen, Feminismus, Antirassismus, LGBT-Offenheit und so weiter reinfragen würden, wahrscheinlich sehr viele Positionen vertreten würde, die wir überhaupt nicht teilen könnten. Und das scheint sich aber offenbar nicht auszuschließen, konkrete Ad-hoc-Hilfe auf der einen Seite und normative Schließungen gegenüber Konzepten von einer progressiven Gesellschaftsordnung. Offensichtlich kann es dort irgendwie Vereinbarungen geben. Wir können auch sagen, es gibt ein Mismatch, es gibt eine sogenannte Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, um jetzt mal hier Ernst Bloch zu zitieren. Und das erzeugt immer wieder so etwas wie einen ambivalenten Moment, weil man nicht genau diese Menschen in eine Schublade stecken kann. Das passiert uns allen zunehmend und das erzeugt immer mehr Irritation. Und das geht vielleicht auch in die Frage, die auch Sie am Anfang gestellt haben, diese Momente von Überforderungslogiken. Wenn ich mich jetzt für Fridays for Future in irgendeiner Form aktiv engagiere, wie reagiere ich auf den Vorwurf, dass Fridays for Future eine weiße Mittelschichtsbewegung ist, zum Beispiel? Ja? Wenn ich mich jetzt für Black Lives Matter engagiere, heißt das, ich blende antimuslimischen Rassismus aus? Fragezeichen. Wenn ich jetzt Antisemitismusarbeit mache, heißt das, ich versuche damit einen Singularitätsanspruch zu erzeugen, der alle anderen Formen von Rassismus unsichtbar macht. Alle diese Fragen sind ja legitim und relevant. Sie sind aber auch teilweise für politische Prozesse an bestimmten Stellen einfach eine Bremse. Und ich bin auch sehr stark dafür, dass wir einfach jetzt sagen, jetzt ist dieser Staudamm gebrochen und wir machen jetzt mit aller Vehemenz, mit Wut dort, wo sie dazugehört, mit Ungeduld, wo sie dazugehört und mit absoluter Subjektivität da, wo es auch dazu gehört, weil eben diese Subjektpositionen erstmalig überhaupt in die Diskursarena vordringen.
Und bei dieser ganzen subjektiven Lesart von sich selbst entsteht erstmalig der Raum, den man überhaupt einnimmt, um darauf aufmerksam zu machen, auf die Verletzungen, auf das Nichterkannte, auf die alltäglichen Diskriminierungen und rassistischen Strukturen. Und das ist tatsächlich auch so etwas wie ein emotionaler Dammbruch. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Strukturdaten erhoben zu struktureller Diskriminierung, Schließungen, mangelnden Zugängen zum Bildungssystem, zum Arbeitsmarkt etc. Wir haben alle auf einer sehr quantitativen Ebene diese Daten in den letzten 10 Jahren akut erfasst. Wir haben aber festgestellt, dass offensichtlich einfach nur mit empirischer Erkenntnis kein Politikwandel anzustreben. Es muss also ein affektiver Moment hinzukommen. Und dieser affektive Moment, der ist der, dem wir jetzt im Moment gerade begegnen. Ich will nur sagen, diese Wutfrage hat natürlich, ich sehe das genau so, wie Max Czolek das auch gesagt hat, dass tatsächlich das so ein katharsischer Moment ist, dass das möglicherweise auch eine reinigende Kraft hat. Auch dieser Moment, jetzt rede ich mir erstmal zu. Das sind alles tatsächlich Momente und ihren Raum brauchen. Gleichzeitig ist natürlich immer, das ist jetzt so ein bisschen cheesy, das zu sagen, weil das natürlich jeder auch unterstützen würde, natürlich so ein Wutmoment kann auch sehr dysfunktional sein. Vor allen Dingen, weil man ganz oft die konkreten Personen nicht erreicht. Also wenn man kein System verändern kann in seiner Wut, dirigiert man seine Wut gegen andere Dinge, ja, oft gegen schwächere Gruppen. Ein Beispiel, wenn ich jetzt mal so in die sozialdemokratischen Debatten gehe, wie stark so eine gewisse Hate-Position sich gegen Latte Macchiato trinkende Prenzlauer Berger gerichtet hat oder dass das sozusagen als Synonym für die Grünen, wo man sich eigentlich erhofft hätte, dass sich diese Wut doch stärker gegen AfD-Wählerinnen und Wähler richtet. Aber irgendwie in Anbetracht der Tatsache, dass man zu denen noch weniger Zugang hat, hat sich die Wut wie in so einer anderen Umgangsstrategie dirigiert auf eine andere Gruppe, an der man sich abkämpft und somit Allianzen spaltet. Das ist ja nicht immer so. Ich meine, die Frage, inwiefern sich diese Rache- und Revenge-Position dann auch möglicherweise auf andere marginalisierte Gruppen umleitet, ist auch eine, die man möglicherweise in der Politik Israels diskutieren könnte. Ob das ein Racheeffekt ist gegenüber Palästinensern, kann man auch so diskutieren. Also insofern kann sich Rache auch an anderen Momenten und in anderen Initiativen ausleihen. Man hat deswegen tatsächlich auch eine dysfunktionale Kraft, wenn man nicht die Leute erreicht, die man tatsächlich mit seiner Rache erreichen will. Max, du willst reagieren? Ich glaube, ich will noch mal gerne auf etwas zurückkommen, was am Anfang von Ihnen beiden, euch beiden gesagt wurde, nämlich, und ich fand es schön, es war ein sehr optimistischer, abbietiger Einstieg, zu sagen, hey, es gibt hier eine neue Generation, es gibt hier einen Aufbruchmoment, es ist ein Dammbruch, sagt Naika Futan, sozusagen, hier passiert wirklich was. Ich hatte gestern Abend ein Gespräch bei einem Geburtstag im Park, genau das Gleiche wurde mir da gesagt, und ich dachte mir, oh, wow, also offensichtlich gibt es zumindest diese Deutung jetzt mal, und ich würde sagen, okay, jetzt ich teile die jetzt mal für einen Moment. Ich weiß nicht, ob ich sie teile, aber ich teile sie jetzt mal und würde fragen, okay, also nehmen wir mal an, es gibt einen Dammbruch, es verändert sich gerade, es gibt gerade ein riesiges Potenzial für Veränderung nach den ganzen Dingen, die in diesem furchtbaren letzten Jahr schon passiert sind. Dann sozusagen stellt sich ja einmal die Frage nach dem affektiven und energetischen Potenzial. Das scheint im Moment tatsächlich höher zu sein als davor. Und das andere nach den konkreten Konzepten und Gefäßen, in denen das dann gebündelt wird. Und ich glaube, da würde ich auf eine Furutan-These eigentlich zurückkommen und sagen, die Sie eingangs in Ihrem Buch zur postmigrantischen Gesellschaft formuliert, dass nämlich sich gesellschaftliche Debatten gerade zunehmend über Integrationsdebatten formulieren und innerhalb dieser Integrationsdebatten zunehmend über die Figur der Muslime. Das sind sozusagen die in Deutschland vor allem. Ja, wir reden da wirklich von Deutschland, weil in den USA ist es tatsächlich ganz stark auch die Figur der Schwarzen. Und es ist in Deutschland sicher auch Thema. Die politische Debatte, genau wie die Hanau-Geschichte, ist eine, die auch zentral über die Figur der Muslime arbeitet, die selbst sozusagen schwarze Menschen dann zu Muslimen macht, also wo quasi eine religiöse Fizierung der Diskurse seit 2001
stärker zu, nochmal natürlich seit Sarrazin. Und die Frage ist, glaube ich, die sich daran aufwirft, welche Konzepte haben wir eigentlich, diese Trennlinie nicht zentral zu setzen? Also nicht zu sagen, es geht um die Integrierten und die Nicht-Integrierten, sondern was eigentlich? Und da ist ja postmigrantische Gesellschaft ein Entwurf, ein Versuch zu sagen, wir leben doch heute schon in einer anderen Gesellschaft und wir haben doch auch ein Grundgesetz, was andere Versprechen äußert, dass diese Spannung sozusagen zwischen Rassismus und Gleichheitsversprechen. Aber ich glaube, diese Argumentation führt sozusagen nur so und so weit. Und ich würde sagen, über die empirische, also die Behauptung der empirisch tatsächlichen radikalen Vielfalt der Gesellschaft hinaus, gibt es schon noch einen normativen Überschuss des Anspruches einer radikalen, vielfältigen Gesellschaft, und das ist die der Anerkennungs- und Verteilungsgerechtigkeit. Also dass tatsächlich ein Umbau von Gesellschaft stattfinden muss. Und wenn dieser Umbau stattfindet, dann wird es bestimmten gesellschaftlichen Positionen, die heute noch mit einem Wohlwollen Willkommenskultur sagen können, tatsächlich, sagen wir mal, enger werden oder die werden bestimmte Dinge teilen müssen. So ist es nun mal. Ja, es gibt nicht endlos Dinge. Und die Frage ist da, glaube ich, schon, mit welchen Konzepten wollen wir eigentlich jetzt da reingehen? Mit welchen wollen wir arbeiten? Und da sehe ich eine ziemlich besorgniserregende Trägheit auf der Seite politischer Parteien, diese Konzepte tatsächlich vorzuschlagen. Das sehe ich nicht bei den Grünen, die ducken sich ab im letzten halben Jahr. Seit ihre Umfragewerte hoch sind, ducken sie sich weg. Weil sie einfach warten, die hoffen, die ist ja vielleicht keine schlechte Strategie, ist aber für uns gerade und für die Bewegung, die jetzt gerade existiert, schädlich. Ja, ist nicht gut, dass die sich abducken. Bei der Linken weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was die machen. Bei der SPD, ich lasse es leer und sozusagen CDU, CSU, von denen erwarte ich gar nichts. Und FDP wissen wir ja seit Februar, was deren Strategie ist in Thüringen und darüber hinaus. Also sozusagen, welche politische Partei ist im Moment dazu da, diese Bewegung zu bündeln, weil wenn die nicht da ist, dann weiß ich tatsächlich nicht genau, wie das zu einem Umbau von Institutionen führen soll. Und das war ja sozusagen der zweite Teil der Frage von Laura Gorian gerade, was das eigentlich institutionell bedeutet. Und ich fürchte, politisch, das macht mir am meisten Sorgen, sind diese ganzen Konzepte, die wir kulturell bei den neuen deutschen Organisationen, in Theatern, in Literatur und so weiter gerade vordenken und schon real quasi einlösen eigentlich, noch nicht angekommen. So. Und das glaube ich, ist ein echtes Problem. Also da, glaube ich, sind wir tatsächlich in einer richtig problematischen Situation. Bevor es zu Antworten kommt, würde ich da gerne noch du hast es jetzt ja auch auf Parteien zugespitzt, die Frage, was ist eigentlich gerade für politisches Potenzial da? Und ich würde noch gerne eine weitere Frage dazu stellen, nämlich mit einem stärker konzeptionelleren Blick darauf zu gucken. Also auch die Frage, und das gebe ich dann auch gleich an Frau Furutan, kann denn Demokratie überhaupt ohne Exklusion gedacht werden, die vielleicht auch im Hintergrund davon steht? Also wie muss auch vor so einem konzeptuellen Problem vielleicht dann diese politische Strategie gedacht werden? Also ich glaube, um nochmal anzuschließen an das, was wir zu Beginn gesagt haben, wir befinden uns ja nach langen Jahrzehnten des gedanklichen Pragmatismus, der im Grunde genommen so etwas wie einen lähmenden Moment erzeugt hat, jetzt in ersten Phasen von radikal utopischen Gedanken. Das, was Max Czollek gesagt hat, aber auch Tahir Della, diese Form, die Gesellschaften, die Institutionen, sie können in dieser Form nicht weiter funktionieren. Das ist erstmal ein Erkenntnismoment. Bis jetzt das konkrete Angebot, wie sie fundamental anders funktionieren können, sehe ich noch nicht. Also es wird an bestimmten Stellen und von einzelnen Aktivisten gesagt, zum Beispiel in der Klimafrage, die sind sehr konkret. Die Forderungen, die sie stellen, würden zu einem massiven Wandel unseres Alltagslebens führen und sind dementsprechend radikal. Aber sie sind erstmal im Raum und ganz offensichtlich hat uns diese Pandemie gezeigt, dass radikale Umstellungen durchaus denkbar sind. Ich würde sagen, die Zeit der Utopien ist mit 1989 sehr stark zusammengebrochen, weil bis 1989 gab es immer noch diese
utopische Vorstellung einer anderen Gesellschaft im kommunistischen anderen. Selbstverständlich war die ganze Zeit allen auch klar, dass das eine Utopie ist, die empirisch nicht haltbar war und sich permanent gebrochen hat. Und alle diese Geschichten kennen wir auch im Nachhinein durch die Aufarbeitung. Aber die Utopie, die Vision stand zumindest im Raum. Die Vision einer Gesellschaft, die ohne Geld funktioniert. Natürlich wissen wir, dass das nur eine Vision war und dass die Bonzen sich gleichzeitig ihre Willen sonst wo gebaut haben und kapitalistische Strukturen für sich selbst sehr wohl haben gelten lassen. Aber als Vision und Gedanke einer radikal anderen Welt war das im Raum. Mit dem Zusammenbruch dieser Idee gab es erstmal ganz lange nur diese Vorstellung von The Winner Takes It All. Die freie Welt als Synonym für Kapitalismus hat gesiegt. Dann die neoliberale Entwicklungsspirale mit jetzt dem Moment des eigentlich Breakdowns ab 2008, ab der Finanzkrise. Und seit dieser großen Irritation, oh, das scheint nicht immer so weiterzugehen, befinden wir uns in so einem Aufarbeitungsmoment. Und ich glaube schon sehr wohl, dass sehr viele erstmalig genau diese Frage sich gestellt haben, was hat das mit meinem Lebensstil zu tun? Ich glaube schon, dass das angekommen ist, auch durch den Sommer der Migration, dass unser eigenes Leben verwoben ist mit Leben an anderen Orten dieses Planeten. Und das Ganze geht auch mit einer Nachhaltigkeitsdebatte. Es verschränkt sich also an unterschiedlichen Stellen. Aber trotzdem ist die Frage, wie wir das konzeptionell denken, ich komme wieder dahin zurück, weil Sie gesagt haben, muss man Demokratie nicht immer auch unter Ausschlussgedanken von anderen lesen? Ich verweigere mich jetzt dieser Frage, weil ich im Moment gar nicht die ganze Zeit möchte, dass wir irgendetwas denken, wo wir gleich den Riegel schon mit vorschieben. Genauso wie die Frage der Endlichkeit, die Max Stolleck eben adressiert hat. Alles ist nicht unendlich. Wer sagt das? Komischerweise ist plötzlich Geld unendlich. Hätten wir auch niemals erwartet, dass Geld so unendlich ist. Ja? Sehen wir an der Corona-Krise an den nicht Milliarden, sondern Billiarden, die plötzlich irgendwo hergezaubert werden. Also diese Frage des unendlichen Vorhandenseins von Geld kann uns auch nochmal die Frage des unendlichen Vorhandenseins von Freiheit stellen, von Antirassismus. Also ich glaube, wir sollten diesen Moment nehmen für eine radikale Vision. Pragmatismus können wir danach immer noch anschließen. Aber grundsätzlich ist eben Demokratie basierend oder zumindest nicht nur in Deutschland, sondern grundsätzlich auf verschiedenen Formen. Da sind so diese funktionalistischen Sachen wie aktives und passives Wahlrecht, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Aber ein zentraler Punkt von Demokratietheorien ist Mehrheitsherrschaften mit Minderheitenrecht. Und Minderheitenrechte spielen also eine zentrale Rolle in allen Demokratietheorien. Und dort, wo sie nicht gegeben sind, sind Demokratien dysfunktional und werden dysfunktional. Und das ist das, was sehr viele Menschen im Moment anfangen zu denken, dass es nicht nur um Befreiungsinitiativen, paternalistische Solidarität geht, sondern darum, die Demokratie vor Dysfunktionalität zu schützen. Und wenn man sie vor Dysfunktionalität schützen will, muss man eben Minderheitenrechte ausbauen. Es ist einfach gar nicht mehr ein normativer Gedanke, sondern es ist ein Gedanke, der einfach Demokratie grundlegend ist. Möchte jemand von euch gerade reagieren? Sonst würde ich noch mal auf einen anderen Punkt, der damit aber zusammenhängt, zurückkommen, weil wir schon auch viel über Subjektpositionen gesprochen haben und dass man diese auch reflektieren muss und eben auch überhaupt Minderheitenpositionen benennen muss, Marginalisierungen benennen muss und so weiter. Max, du hast vor ein paar Wochen auf Twitter mal gefragt, wo du dich eigentlich einordnen sollst, als Person of Color oder Weiß und was da eigentlich gerade Stand der Debatte ist. Bist du da, also Frage 1, bist du da weitergekommen? Und Frage 2, warum ist das eigentlich so wichtig? Genau, das war der Anlass für diese Frage, war, dass ich eine E-Mail bekommen hatte von VeranstalterInnen, die ich sehr schätze, also wo ich wusste, dass die Leute meinen das total ernst, und die haben mich gefragt, wie ich mich einordne, damit sie mir die richtige Festivalbetreuung angedeihen lassen können, irgendwie so. Und ich weiß, es gibt eine Debatte, sozusagen in den USA gibt es eine Debatte darum, ob Juden weiß sind oder nicht. Und die war lange Zeit, hat man gesagt, die Weißwerdung der Juden, weil Juden von den Minderheiten
in den USA einen sehr starken Aufstieg hingekriegt haben und auch interessant eine Verschiebung der Frage von Blackness in den USA in den letzten 200 Jahren sehr stark stattgefunden hat. Also wer gilt eigentlich als Black und wer nicht, ist eine Definitionsfrage, die nicht von vornherein bestimmt ist und die variabel blieb in den letzten oder variabel war in den letzten 200 Jahren und die gerade in Bezug auf Judentum natürlich eine interessante Frage ist, auch weil Juden einfach von überall herkommen und deswegen die Frage von sind Juden schwarz oder nicht eine schwierige Frage ist. Gleichzeitig ist, wenn man in Deutschland über jüdische Gegenwart spricht, es ist sozusagen schwierig, wenn man über Whiteness nicht als einen Phänotyp, sondern als eine Herrschaftsstruktur spricht, die Juden ausschließlich der weißen Position zuzuschlagen. Sondern dann gibt es die Konstruktion zu sagen, Juden sind POC, also gehören sozusagen zu den Off-Color-Leuten. Das ist aber auch schwierig, weil innerjüdisch wiederum es einen Unterschied zwischen aschkenasischen Juden gibt, wozu ich mich zähle, und misrachischen Juden, die eher so aus dem Iran, aus Jemen, aus Nordafrika und so weiter kommen. Also nur, um jetzt sozusagen die Komplexität dieser Frage hinzulegen und die Antwort kurz ist nein, ich habe darauf keine Lösung gefunden. Ich habe mit den Veranstaltern gesprochen und gesagt, ich kann euch das nicht beantworten. Ich will eigentlich wissen, wofür ihr es wissen wollt. Dann war klar, es geht um die Betreuung. Dann habe ich gesagt, ich möchte jemanden, der Bock hat, mit mir über dieses Festival zu laufen. Es geht eigentlich wirklich nicht darum, dass die Person meine Position teilt. Ich kenne viele Juden, mit denen ich mich nicht gut verstehe und viele Nicht-Juden, mit denen ich mich gut verstehe. Das heißt, überhaupt kein Garant dafür, dass ich ein gutes Festival haben würde. Also das sozusagen ja. Jetzt mal ist konkret und pragmatisch gelöst als Frage. Aber so verstehe ich jetzt die Frage, nur um nochmal einen konzeptionellen Überbau dazu zu nehmen. Es ist heute schon mal der Begriff der Komplizinnenschaft gefallen. Also der Frage, ich glaube, hier Della hat den erwähnt, über sozusagen die Frage, wie wir teilhaben an bestimmten Strukturen und auch profitieren von bestimmten, ich würde auch sagen, nationalen Kontexten, in denen wir uns bewegen. Deutscher Pass ist unabhängig davon, ob wir diskriminiert werden in Deutschland oder nicht, ein Privileg. Und ich glaube, diese Tatsache, dass wir zugleich partizipieren und zugleich diskriminiert sein können, die ist eine, die was mit einem komplexen Verständnis von Intersektionalität zu tun hat. Dass wir also Intersektionalität nicht nur denken als eine Überschneidung von Diskriminierungsformen, sondern auch als eine Überschneidung von Diskriminierung und Privilegierung. Und das ist ein Modell, was ich aus dem Social Justice und Radical Diversity Denken nehme, was meine Tanten entwickelt haben, Gudrun Perko und Lea Czolek, die dieses Modell als einen Versuch, sozusagen Gesellschaft in Bezug auf Diskriminierung und auf systemische Intersektionalität zu denken. Und ich glaube, dass dieses Privilegierungsmoment ja sozusagen nicht nur ein Moment der Scham ist, sondern auch ein Moment der Handlungsmacht. Also wenn man sagt, Fridays for Future, das ist doch nur so eine Bewegung von bürgerlichen Whiteys, dann hat man, glaube ich, gleichzeitig verächtlich gemacht, was Wandel ja immer auch bedingt, nämlich dass Menschen Privilegien einsetzen. Die Leute sind ja auch jung. Man könnte auch sagen, das sind lauter adultistisch abgewertete Leute. Ja, also man kann ja auch wirklich sagen, dass junge Menschen haben es ja nicht leicht in der Gesellschaft, sich Gehör zu verschaffen. Und die nutzen ihre Privilegien, nämlich ihren Habitus, ihr kulturelles Kapital, um sich Gehör zu verschaffen. Und das ist doch, wenn man auf Absicht geht und nicht auf Position, eine großartige Sache. Also ich würde nochmal stärker auch im Sinne einer komplexen Intersektionalität dafür plädieren, wenn es stimmt, dass wir alle sowohl privilegiert als auch diskriminiert sind, dass wir auch alle mit Handlungsmacht ausgestattet sind. Dass es dann viel wichtiger wird, welche Absichten wir verfolgen, als die Frage, welche Position wir haben. Ja, Tahir Della, das würde ich gerne auch nochmal Sie weitergeben. Schwarze werden ja auch immer als andere wahrgenommen. Also das Konzept der schwarzen Deutschen scheint ja nicht zu existieren. Wie gehen Sie bei der Initiative Schwarze Menschen so mit diesem Verhältnis, das jetzt auch Max Czolek zwischen Marginalisierung, aber auch Privilegien und so weiter aufgezeichnet hat, um? Also mir gefällt das sehr gut, was er gesagt hat, ne? Dass sozusagen Position nicht automatisch heißt, dass ich sozusagen aus Diskriminierung rausfalle und ich gleichzeitig auch privilegiert bin. Also in der Flüchtlingsbewegung bin ich ja zum Teil auch aktiv gewesen und habe da sehr schnell festgestellt, dass da diese vermeintliche Gemeinsamkeit, die ich vielleicht angenommen habe, mit der ich auch da eingestiegen bin, dass die jetzt gar nicht so wirklich stark ist und ausgeprägt ist. Dass ich sehr schnell gemerkt habe,
Natürlich machen wir sozusagen jetzt schwarze Geflüchtete und schwarze Menschen, die hier aufgewachsen sind, deutsche Staatsbürger sind, zum Teil ähnliche Erfahrungen und gleichzeitig auch natürlich nicht. Und das sozusagen da sichtbar zu machen, dass natürlich auch ich eine Verantwortung habe, sozusagen mich hier einzubringen mit meinen Privilegien, die ich ja unstreitig habe tatsächlich, und auch deutlich macht, dass man die auch einsetzen kann. Und ich würde ihm auch sogar zustimmen, was die Fridays for Future-Bewegung angeht. Das wurde so sehr belächelt, nicht ernst genommen, weil das eben Jugendliche waren, weil das junge Erwachsene sind, ne? Weil gesagt worden ist, ja, was haben die schon für eine Ahnung, ne, von der Welt? Die gehen jetzt auf die Straße, protestieren fürs Klima, sind sozusagen, generieren sich als die Gutmenschen. Und wo auch nochmal deutlich wird, dass die eigentlich politisch Verantwortlichen keine Antworten haben auf deren Frage. Und das dann lieber kleinreden, nicht ernst nehmen, nicht zuhören vor allen Dingen und sagen, ja, werd erst mal erwachsen, dann können wir weiterreden. Also all diese Verächtlichmachung, die spricht ja sozusagen oder macht ja deutlich, wie ungleich wir eigentlich diskutieren, wie ungleich die Dialoge auch geführt werden. Das sozusagen, egal ob ich jetzt Leute sozusagen nachvollziehen kann, das gut finde, was, für was die einstehen, halt erstmal anfangen, überhaupt mal die ernst zu nehmen und zuzuhören und nicht davon auszugehen, dass sie erst sozusagen meine Position einnehmen müssen oder die erst erreichen müssen und erst dann sind sie sozusagen Gesprächspartner für mich. Ne? Also das ist so, was immer wieder auffällt und was ich auch bei diesen Positionsdebatten eben wichtig finde, deutlich zu machen, dass eben dieses Zuweisen von den Kategorien genau das Problem ist, dass wir sozusagen immer so eine Sehnsucht haben, deutlich zu machen, wo ist jetzt jemand positioniert, welche Privilegien hat er, welche, ne, wo gibt es Defizite, und anstatt mal genau hinzugucken, was wir eigentlich selber sozusagen für Verantwortlichkeiten auch haben, diese Debatten mal ein bisschen aufzubrechen und nicht gleich sozusagen immer in so Fragen zu verfallen, ja, welche Kategorie gehörst du jetzt an? Und deswegen auch sozusagen auch dann auch Menschen sozusagen auch deutlich zu machen, irgendwie gehörst du doch nicht dazu ein Stück weit. Ne? Also diese klassische Frage, dieser erstmal sehr harmlos, woher kommst du oder so. Ne? Aber was im Grunde dahinter steckt, dass man eben tatsächlich nicht wahrhaben will, dass Menschen einfach hier existieren, ihren Beitrag liefern, ohne ständig über Positionen nachdenken zu wollen und natürlich auch Verantwortung auch mit reinbringen können in diese Debatten. Ne? Und das und wir verfangen uns immer wieder in diesen Debatten natürlich. Und anstatt mal hinzugucken oder so, was wir sozusagen verantwortlich beitragen können, um, ja, wie gesagt, Fragestellungen mal zu beantworten oder Probleme zu lösen. Ich habe noch sehr viele Fragen. Wir haben viele Konzeptuelles und viel Konkretes nur angerissen. Ich würde jetzt noch eine stellen und dann für die Fragen vom Publikum öffnen. Deswegen hier nochmal kurz der Hinweis an alle ZuhörerInnen, dass wir ein Pad in den Chat gepostet haben, wo sie ihre Fragen loswerden können. Und die dann leider nur über mich vermittelt gestellt werden können. Deswegen müssen Sie die da dann wirklich auch reinschreiben, wenn Sie eine Frage haben. Aber genau, also zum Schluss nochmal die Frage, das schließt jetzt auch eigentlich gut an die letzten Beiträge an, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll. Also Max, du hast Plädoyer verfasst, dass es auf Desintegration und nicht Integration ankommt. Frau Purutan, Sie sind Leiterin von einem vom Bund geförderten Forschungszentrum für Integrations- und Migrationsforschung und haben den Begriff der postmigrantischen Gesellschaft geprägt oder mitgeprägt. Herr Tahir, Sie setzen sich an der Basis für Antirassismus ein. Welche Möglichkeiten und Strategien sehen Sie eigentlich jeweils in Ihren Positionen für eine progressive gesellschaftliche Entwicklung oder um eine solche voranzubringen? Wer möchte anfangen? Ich mache es kurz, ich fange an. Also was für mich nach den letzten 35 Jahren entscheidend oder ganz zentral immer mehr zentraler wird, ist, dass das Arbeiten in Bündnissen und Netzwerken unabdingbar ist für mich. Also je länger ich sozusagen in der schwarzen Community verankert bin und politisch arbeite, je mehr bedeutet, dass wir sozusagen aus diesen Grenzen, über diese Grenzen hinaus müssen. Also wir müssen zusehen, inwieweit gibt es Gruppen in dieser Gesellschaft, die unter ähnlicher Ausgrenzung leiden, die sozusagen ähnliche Diskriminierungserfahrungen machen, die aber eben nicht gleichermaßen mit schwarzen Menschen sind. Ne? Und wir hatten ja dieses NSU-Tribunal komplex auflösen vor einigen Jahren in Köln. Und das war sozusagen für mich nochmal so eine ganz klare Blaupause, ne? Wie Solidarität aussehen muss. Also diese Anerkennung von unterschiedlichen Erfahrungen und gleichermaßen auch gleichen Erfahrungen und zu gucken, inwieweit wir diese Kämpfe, diese Widerständigkeiten zusammenführen müssen. Und ich glaube, das ist so, glaube ich, für mich als jemand, der jetzt auch weniger auf die Parteien setzt, so ähnlich wie Max, weil ich nämlich auch nicht glaube, dass die politischen Parteien, die herrschenden Parteien, Antworten für uns haben. Ich glaube, wir müssen in der Zivilgesellschaft suchen, wir müssen in Bündnissen suchen, in Netzwerken suchen, um zu gucken oder so, inwieweit wir sozusagen die Gesellschaft hier von unten verändern. Weil ich glaube nicht, dass das System, so wie das existiert, wirklich tauglich ist für eine Veränderung. Wir versuchen das immer so zu modifizieren und es passieren ja auch Dinge,
die erstmal so hoffnungsfroh machen, also das neue Antidiskriminierungsgesetz in Berlin zum Beispiel. Das sind ja alles Maßnahmen, die sind ja nicht falsch. Ne? Ich würde ja auch immer wieder stark machen, dass sie notwendig sind. Aber das ist, glaube ich, nicht alles, was passieren muss. Wir müssen sozusagen die Gesellschaft an sich sozusagen auch mal in Frage stellen und auch im Zusammenleben, im Zusammenarbeiten andere Modelle entwickeln, die eben dann sich ein bisschen unabhängig machen von diesen herrschenden Strukturen, von diesen Parteien. Wo in der Gänze eben, und da hat ja Max völlig recht, die Grünen haben das ja mit vorangetrieben hier in Berlin, in der Regierung. Und gleichzeitig gibt es ja auch Figuren in dieser Partei, die eher pessimistisch stimmen, ob die wirklich für den Umbau dieser Gesellschaft taugen tatsächlich. Also ich glaube, das ist für mich mehr und mehr zentral, diese Bündnisse stark zu machen und zu gucken, also inwieweit sozusagen diese in der Gesellschaft existierenden Gruppen viel stärker zusammenarbeiten müssen. Da gibt es noch einen ganz, ganz langen Weg vor uns. Aber ich denke, es gibt Ansätze, die zeigen, dass es funktioniert und die auch Wirkungen machen. Also ich fand es total interessant, dass zum Beispiel nach Hanau aus meiner Sicht zum ersten Mal sofort über Rassismus gesprochen worden ist. Also bisher war das immer so, hätte man erwarten können, da wird dann über Fremdenfeindlichkeit gesprochen, Ausländerfeindlichkeit gesprochen. Und es war sehr, sehr schnell in den Medien, weil auch die Betroffenen von Rassismus gesprochen haben, ganz deutlich und klipp und klar. Ne? Und ich finde, das zeigt sozusagen, dass das durchaus Einflussnahme haben kann, wenn die Zivilgesellschaft, wenn die Gesellschaft insgesamt sich verändert, ohne ständig auf die Parteien oder die Politik zu warten, bis die irgendwas gebacken bekommen. Ja, vielleicht versuche ich hier dran anzuschließen. Ich halte das auch eigentlich im Moment für eines der zentralsten Dinge, die vor uns stehen, nämlich die strategischen Allianzen weiter zu verbinden und zu verknüpfen und zu stärken. Das ist natürlich tatsächlich so, dass man dabei auch bestimmte Diskrepanzen einfach ausblenden muss. Nehmen wir mal das Bündnis Unteilbar, das versucht hat, eine strategische Allianz von prekärer Arbeit bis Feminismus und Antirassismus zu schließen und damit auch sehr viele Menschen mobilisieren konnte. Gleichzeitig ist klar, wenn man einzoomt, wird man immer wieder Positionen finden innerhalb von aktivistischen Gruppen, mit denen man sich nicht zusammenschließen würde. Das ist aber die Frage der Strategie. Möchte man ein System Wandel, möchte man eine Art von Druckaufbau machen, dann geht das auch nur über Mobilisierung von Massen und über Verknüpfung von Gruppen, die zuvor alleine gekämpft haben. Das erzeugt Handlungsmacht. So können wir uns das auch in den Civil Rights Movements in den USA abschauen, dass das eben zunächst mal offensichtlich eine Frage war für Wahlrechte der schwarzen Bevölkerung, sich aber schnell mit Gay Rights und Women Rights und so weiter zusammengetan hat und dadurch eine ganz, ganz große Handlungsmacht entwickelt hat. Und man muss allerdings in strategischen Formationen auch immer aufpassen, dass und sich bewusst sein, dass es sehr schnell auch Spaltung geben kann. Ja. Im Moment sehen wir, dass es oft solche Spaltungsmomente rund um die Antisemitismusfrage geht. Wenn wir antimuslimischen Rassismus groß machen, steht das immer wieder im Raum. Oder BDS ist möglicherweise ein sehr großer Spalter im Moment, der aber nicht wegdiskutiert werden kann, weil die Debatten werden uns vorstehen. Gleichzeitig sind die Fragen von stark positioniert man sich für die Rechte von bestimmten Gruppen und vernachlässigt dabei, keine Ahnung, antifeministische oder sexistische Positionen. Das ist alles etwas, was mitdiskutiert wird. Aber wenn es um eine strategische Frage geht, muss man wahrscheinlich, und ich sehe im Moment auch eine große Entwicklung, dadurch, dass es zum Beispiel die BKMO, die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen gibt, dass hier sich sehr unterschiedliche Standpunkte plötzlich verzahnen und dass auch nochmal Bezug nehmen auf eben alle diese Bereiche des antirassistischen Spektrums. Ich glaube, das ist sehr viel. Und was wir jetzt von unserer Seite machen können, hat das ganz interessant, die Frage an Max Czolek oder die dann selber auch, wo positioniert man sich eigentlich? Das macht mir so ein bisschen bewusst, dass wir in der Wissenschaft wahrscheinlich, wenn diese Fragen im Mainstream angekommen sind, nämlich wo kategorisiert man sich? Nennt man sich jetzt POC? Ist man jetzt Black? Benutzt man die Kategorie BPOC und so weiter? Das sind ja Fragen, die vorher im Akademischen schon sehr, sehr lange diskutiert wurden. Und man hat so das Gefühl, wenn die irgendwann so angekommen sind, dass sie in der Mitte diskutiert sind, müssen wir wahrscheinlich gerade jetzt auf was anderes schauen. Also wir müssen jetzt den Next Step gehen.
und sagen, was kommt eigentlich hinter diesen Colorline-Definitionen? Und ich glaube aber trotzdem, dass das jetzt nur unsere wissenschaftliche Position ist. In der gesellschaftspolitischen ist es so, wie ich glaube, das hat Teil Della am Anfang gesagt, man kann jetzt nicht über diese Wut einfach weggehen und sagen, komm, jetzt kommt erstmal die Versöhnung, sondern jetzt muss man diesen Anerkennungsmoment durchziehen, das Sichtbarmachen von Ungleichheiten. Dazu können wir aus unserem Beruf empirische Zahlen und Daten zuliefern. Und dafür brauchen wir die Kategorien noch. Wir können nicht zeigen, dass schwarze Menschen besonders von Rassismus betroffen sind, wenn wir nicht schwarze Menschen als Kategorie erfassen. Also das ist uns natürlich klar, dass wir jetzt noch durch den kategorialen Moment hindurch müssen. Aber das Ziel und die Vision bleibt am Ende, dass wir diese Kategorien möglicherweise irgendwann nicht mehr brauchen. Das wäre vielleicht das, woran wir arbeiten können. Dann noch Max Czolek und dann würde ich mit Fragen beginnen. Ich freue mich schon auf die Fragen. Ich muss sagen, ich finde die Sachen sehr überzeugend, die ihr und sie jetzt gesagt haben. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass ich den Eindruck habe, dass schon auch in den letzten Jahren der künstlerische Raum, insbesondere Theater, eine große Relevanz gewonnen hat für gesellschaftliche Debatten, auch die Formulierung gesellschaftlicher Vision. Ich würde dafür plädieren, diese Dinge einfach ernst zu nehmen und da reinzugucken. Kein Zufall, dass große gesellschaftspolitische Debatten im Moment stark über Kunst geführt werden. Egal wie man dazu steht, ja, egal ob man ein Gedicht über einen nicht-deutschen Präsidenten nun gut findet oder schlecht, Fakt ist, dass es ein Gedicht ist und nicht eine politische Manifestation. Und ich finde das sozusagen diese Tatsache, dass Kunst und Kultur in den letzten Jahren eine wichtige Rolle spielt, dass auch die AfD nicht aus Zufall in die Kulturpolitik reingeht, ganz massiv. Und ganz massiv ein Defunding, also eine Entfinanzierung von bestimmten Häusern anstrebt, hat was mit einer Gefahrenwahrnehmung zu tun von ihrer Seite. Und das sozusagen das kann man ja eigentlich auch als eine Art Adelszeichen tragen und sagen, die AfD will uns definanzieren, dann ist das vielleicht auch gar kein schlechter Ort. Also ich würde sozusagen nochmal stark machen, dass im künstlerisch-kulturellen Bereich gerade Dinge vielleicht gar nicht nur vorgedacht werden, sondern auch tatsächlich schon Realität sind, die an anderen Stellen noch ausstehen. So. Genau, und ich freue mich auf die Fragen jetzt. Ja, super. Meine Kolleginnen haben jetzt versucht, mir das auch ein bisschen zu systematisieren, sodass wir Fragen dann auch zusammenfassen können. Ein Fragenkomplex bezieht sich darauf, inwiefern das System, also die demokratischen Institutionen, überhaupt änderungs- bzw. anpassungsfähig sind. Also wenn wir eben für den Moment jetzt davon ausgehen, dass man das System verbessern kann, wie würde eine solche Verbesserung aussehen? Zum Beispiel komplexe intersektionale Quotierungen in allen Institutionen, damit dann diskriminierte Gruppen mehr repräsentiert werden. Frage 1. Und die zweite, wie sollte die Antirassismusdebatte geführt werden? Eher radikaler oder ist es dann abschreckend? Das ist, glaube ich, auch auf das, was wir ganz am Anfang diskutiert haben. Also worauf kommt es dann im öffentlichen Diskurs um Rassismus an? Auf der einen Seite sind radikale Ansätze notwendig, auf der anderen Seite verhärten sich durch solche Extreme die Fronten und große Teile der Gesellschaft werden somit nicht abgeholt. Die Frage. Wer möchte zu einer der Fragen was sagen? Perfekt. Ich würde einmal gerne was zu der Quotierungsfrage sagen, weil ich dazu schon mehrfach Position bezogen habe. Und wir kennen die Quotierungsfrage natürlich vor allen Dingen auch aus dem US-amerikanischen Raum mit dem Stichwort Affirmative Actions. In der Tat wissen wir, dass Quotierungsfragen ein sehr sinnvolles politisches Instrument sind, tatsächlich regulativ einzugreifen. Und zwar sehr, sehr kurzfristig. Wir können auch natürlich noch 100 Jahre warten und schauen, ob sich irgendwas verändert. Aber ich glaube, dafür ist der Moment im Moment schon zu dense, zu dicht, dass die Bereitschaft noch so lange zu warten, bis sich irgendwas verändert, nicht da ist.
Wir haben es an Debatten um Frauenquoten in Deutschland lange gesehen, dass wir von freiwilliger Selbst, es hat ja immer wieder Familienministerinnen, die unterschiedliche Angebote gemacht haben, gegeben. Das erste war lange Jahre freiwillige Selbstverpflichtung. Das hat nichts verändert. Dann gab es die Flexi-Quote. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch daran erinnert, dass man so ein bisschen quotiert und den Rest freiwillig dazu gibt. Und dann war die erste, die im Grunde genommen so eine deutliche Quotierung eingeführt hat, Manuela Schwesig mit den DAX-Vorständen und einer 30%-Vorgabe. Und es hat noch nicht mal 2 Jahre gedauert, bis das erreicht war. Also insofern sind Quotierungsinstrumente für kurzfristige Veränderungen gut. Langfristig sind sie nicht gut, weil langfristig auch Quotierungsvorgänge dazu führen, dass genau diese Vorstellung der Verhärtung von Kategorien des sich Einordnens in teilweise ganz krude kategoriale Bezugssysteme, dass das immer stärker wird und schärfer wird und dann auf einer Seite auch kippen kann. Wir haben zum Beispiel auch starke Hinweise darauf, dass eine Quotierung von Studierenden, Frauen in dem Falle, dazu führt, dass vor allen Dingen Frauen aus dem oberen Mittelschichtssegment dann ins Studium finden, zu Unkosten von jungen Männern aus Arbeiterschicht. Also das ist ja auch dann nicht das, was man unbedingt will. Es ist trotzdem richtig, die Frauenquote zu stellen und deswegen plädiere ich für eine Quotierung auf Zeit. Ich würde immer sagen, 2 Legislaturperioden mit dem Versprechen, die Quoten dann auch wieder abzuschaffen und in diesem Fall, in diesen 2 Legislaturperioden maximalen politischen Druck zu erzeugen. Das wäre, finde ich, ein Angebot. Und zu den antirassistischen Debatten, ich finde, dass Radikalität in diesem Falle sehr wichtig ist. Also ich halte das richtig, Maximalforderungen zu stellen, weil nur an den Maximalforderungen bewegt sich die Mitte. Selbst in der Form, sich abzugrenzen von Maximalforderungen, bleibt etwas hängen. Das haben wir an den rechten Diskursen gesehen. Die AfD und die Rechten haben es sehr stark geschafft, mit Maximalforderungen die Gesellschaft in ihrem ganzen diskursiven Feld nach rechts zu lenken. Und ich denke, dass das eigentlich eine strategische Option ist, die man in der ganzen Antirassismusfrage, auch in der Gender- und Geschlechterfrage, genauso stellen muss. Dann kann man sich positionieren und sagen, mein Gott, wer kommt denn auf die Idee, alle Geschlechtsendungen abzuschaffen und ein X für alles zu setzen. Aber sobald man darüber diskutiert, hat man schon diskutiert und eine Erkenntnis davon genommen, dass bestimmte Geschlechterformen einfach verbal zugewiesen werden und wie gesetzt und befestigt das in der Gesellschaft. Das heißt, ich halte viel davon, radikale Maximalforderungen in diesem Diskurs zu setzen. Ja, Tahir Della, Sie würden auch noch was sagen. Ja, ich habe gerade ein Plädoyer gehalten für die Zivilgesellschaft, ne? Und ich stimme dir da völlig zu, Maika, dass die Mobilisierung von ganz vielen Menschen, die auch ganz klipp und klar sagen, was sie wollen oder was sie nicht wollen, oder so, ne, unabdingbar ist dafür, dass die Parteien, auf die wir jetzt nicht so viel setzen können aktuell, in Bewegung kommen. Ne? Und wir merken ja, dass das ja sehr wohl verfängt in diesem System, in den Strukturen. Und ich glaube, sozusagen das Nicht-Benennen, das nicht klar und klipp und klar deutlich machen oder so, um was es eigentlich geht, hat uns in den letzten 10, 20, 30 Jahren eben davon abgehalten, mal eine Systemfrage zu stellen, überhaupt mal darüber zu sprechen, inwieweit eine Gesellschaft durchdrungen ist von rassistischen Vorstellungen. Und wir merken ja an der Reaktion von den Parteien, und das ist ja auch eine Bestätigung, was Max vorhin gesagt hat, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir merken an den Reaktionen von Parteien oder auch von Strömungen oder so, dass sie auf Veränderungen ganz empfindlich reagieren. Die reagieren ganz, ganz sensibel darauf, dass es ein Gesetz gibt, das es uns ermöglicht, gegen Behörden zu klagen zum Beispiel. Wo man da eigentlich sagen könnte, ja, warum eigentlich nicht? Also ich kann ja gegen Zivilpersonen auch klagen, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle oder die mich schlecht behandeln. Und wieso sollen eigentlich Behörden außen vor bleiben? Wieso soll ausgehend die Polizei außen vor bleiben bei der Debatte, ob es da Rassismus gibt oder nicht? Und das zeigt ja, dass wir da schon richtig mobilisiert haben in die richtige Richtung. Und ich glaube, dass sozusagen die Frage nach Radikalität, ich bin jetzt 58, ich bin jetzt nicht mehr so vielleicht so ein Heißsporn oder so, aber ich glaube, dass das genau notwendig ist, dass wir wirklich klipp und klar formulieren, um was es hier eigentlich geht. Es geht eben nicht um ein bisschen Feindlichkeiten hier, ein bisschen Feindlichkeiten da oder nach dem Motto, die einen sagen so, die anderen sagen so, ob es Rassismus gibt oder nicht, sondern wir müssen ganz klar deutlich den Finger in die Wunden legen, weil er eben sozusagen dieses Nichtbesprechen uns davon abgehalten hat, bisher wirklich mal die tiefergehenden Debatten zu führen.
Also von daher klar, also wir müssen aufhören sozusagen zu versuchen, möglichst niemand zu verschrecken. Das tun wir sowieso. Allein mit unserer Existenz tun wir das schon in Teilen. Magst du jetzt noch ganz kurz was sagen? Wir haben jetzt auch nicht mehr ganz so viel Zeit. Offiziell wollten wir bis 15:45 machen, also die typische akademische Zeit. Wir können, denke ich, ein bisschen überziehen. Nur schon mal an euch dann, dass ihr die nächsten Fragen knapp beantwortet, damit noch viele drankommen. Perfekt. Es kann auch sein, dass die schon so halb überleitet zu einer, die ich im Pad kurz gesehen habe. Ich saß vor einem Jahr ungefähr mit Hengame auf dem Podium, Hengame Yagabifara. Yagabifara, die gerade im Zentrum einer großen Debatte stand in der letzten Woche über die Frage, wer eigentlich schuld ist für Gewalt gegen Polizei oder ob sozusagen Polizeigewalt selber verantwortlich ist für bestimmte Positionen. Die Frage, die uns damals gestellt wurde, es war eine Lesung aus eurer Heimat, das ist unser Albtraum, aus dieser Anthologie, war an mich gerichtet. Mein Text ist anders als der von Hengame, ist konzeptioneller als der von Hengame. Und Hengame ist sehr witzig. Und ich wurde gefragt, wie ich dazu stehe, dass Sprache Ausschluss erzeugen kann. Womit natürlich insinuiert wurde, ist mein Text nicht, also erzeugt er nicht Ausschluss. Und ich habe darauf geantwortet, und das ist, was ich sagen würde zu dieser Frage nach Radikalität, dass man, glaube ich, wenn wir einig sind uns, dass Rassismus und Diskriminierung auf allen möglichen Ebenen in der Gesellschaft funktioniert, dass es die einen gibt, die ihn quasi legitimieren oder nicht verfolgen von Seiten der Sicherheitsbehörden und die anderen, die ihn ausüben, dass also eine Arbeitsteilung in der rassistischen Gesellschaft stattfindet, dann finde ich es analog nur sinnvoll, auch eine Arbeitsteilung im Antirassismus zu denken. Es gibt keinen Text, den alle verstehen. Es gibt ihn nicht. Den Text, den Hengame da schreibt, den wird in meinem Umfeld Leute nicht unbedingt gut finden. Und wenn wir in der Wissenschaft sind, dann ist das nicht der richtige Ort für einen Text, wie Hengame schreibt. Es gibt aber Orte, an denen der richtig ist. Und das sozusagen lässt sich nicht anders denken, glaube ich, als dass wir über die Räume denken müssen, ob wir nun radikal oder nicht so radikal im Sinne von was eigentlich, im Sinne von politischen Forderungen sind. In einem wissenschaftlichen, analytischen Text ist eine radikale politische Forderung möglicherweise einfach nicht sinnvoll zu diesem Zeitpunkt, aber auf einer Demo vielleicht genau richtig. Da brauchst du eigentlich keine Analysen rufen. Also sozusagen, ich finde, das finde ich total entscheidend, dass wir fragen immer, welcher Raum, welcher Kontext und darüber arbeitsteilig eher im Verbündetsein, darin, dass wir uns einig sind, dass wir ethisch einig sind, dass wir bestimmte Dinge wollen und dass wir dann in der Umsetzung aber das tun, was wir am besten können. Und auch habituell und kulturelles Kapital so einsetzen, wie wir es halt können. Hengame hat ein völlig anderes kulturelles Kapital als ich, aber wir können es doch kombinieren. Ich muss ja nicht die gleichen Orte quasi bearbeiten. Und das sozusagen scheint mir irgendwie eine hoffnungsvolle Vision zu sein, wie wir unsere Kräfte kombinieren können, anstatt sie uns permanent gegenseitig zu nehmen, weil wir sowas wie einen kleinen gemeinsamen Nenner suchen. Ich glaube, kleiner gemeinsamer Nenner, das bringt nichts. Da sind wir einfach nur schwächer. Also wir müssen, glaube ich, jeweils die größten Nenner nehmen und uns verbinden darüber. Dann sozusagen entsteht sowas wie eine Handlungsmacht. Das war jetzt eine nicht ganz so kurze Antwort, aber sie war natürlich sehr interessant. Und deswegen nochmal die Erinnerung, dass wir uns jetzt noch kurz halten. Und ich würde jetzt gleich zwei Fragenkomplexe reinnehmen. Vielleicht müsst ihr eure Stifte zücken. Nämlich genau einerseits zu der Debatte, die du jetzt gerade angesprochen hast, Max. Da ist die Frage, wie schätzen Sie die Verschiebung des inhaltlichen Diskurses über antirassistische Proteste im Hinblick auf die Taz-Kolumne über Polizeigewalt ein? Und die zweite Frage dazu, wie bewerten Sie die Taz-Debatte um die Polizeikolumne im Kontext der heutigen Debatte? Und ich würde jetzt noch einen anderen Fragenkomplex einfach mit reinnehmen und dann könnt ihr ja gucken, was ihr beantworten könnt, nämlich nochmal zum Demokratieverständnis. Da gibt es die eine Frage, inwiefern finden Sie eine Diskussion über das Demokratieverständnis wichtig, wenn man bedenkt, dass Deutschland hier stark durch die USA geprägt ist, wo die Entstehung von Demokratie ohne die Einbeziehung von Minderheiten stattfand? Und zweitens, ist diese Exklusion der Demokratie eigentlich inhärent oder ist das der Kapitalismus? Wer möchte mit was anfangen? Ja. Also die zweite Frage ist zu akademisch, die habe ich nie verstanden. Die erste Frage, ich fand es total spannend. Also wir werden ständig, also Menschen mit Rassismuserfahrungen werden ständig rauf und runter diskriminiert, beleidigt. Und wenn wir das ansprechen, heißt es immer Kunstfreiheit. Ne? Wir müssen sozusagen Dinge hinnehmen permanent
und dann gibt es Pressefreiheit, Kunstfreiheit. Und ausgerechnet hier in einem Punkt, wo sagen, jemand eine Frage auch stellt, man, ne? Wie kann ein System weiter funktionieren, wie fortbestehen und auch tatsächlich satirisch das bearbeitet, ne? Geht ein Sturm durch die Gesellschaft nach dem Motto, das dürfte sozusagen so in der Form nicht gemacht werden. Und das zeigt nochmal ganz deutlich, dass die Richtung stimmt. Also wer sowas sozusagen auslöst, der kann auf jeden Fall sicher sein, dass er auf die richtige Nummer gesetzt hat, weil hier klar wird oder so, dass eben natürlich total unterschiedlich bewertet wird. Nochmal, ne? Wir müssen uns sozusagen, ob das jetzt Sprache ist, ob das jetzt Bildpolitik ist oder so, permanent mit solchen Sachen beschäftigen. Und keiner hat wirklich einen Anlass, da Veränderungen einzuleiten. Immer mit der Begründung, dass es eine gewisse Freiheit geben muss. Dass wir bestimmte Dinge einfach hinnehmen müssen, weil sozusagen andere Menschen Dinge anders sehen oder anders einordnen. Und hier stellt eine Person ein paar zentrale Fragestellungen, wie gesagt satirisch. Und plötzlich heißt irgendwie, das ist sozusagen menschenverachtend, das ist herabwürdigend für einen ganzen Apparat von Menschen oder so. Und dann nochmal, wie gesagt, ich glaube, war genau die richtige Richtung. Und ob uns der Artikel jetzt im Einzelnen gefällt oder nicht, ist gar nicht die Frage. Ich glaube, die Wirkung zeigt da, dass er richtig liegt in seiner Bewertung, in seiner Einordnung. Ich würde tatsächlich auch sagen, das, was mit dem Artikel passiert ist, ist natürlich sinnbildlich für die großen Fragen, die im Moment in der Gesellschaft gestellt werden. Und auch das, was du, Tahir, eben gesagt hast, systemische Veränderungen werden immer mit maximalem Widerstand beantwortet. Und die Frage nach rassistischer Polizeigewalt ist natürlich eine, die jetzt nicht Hingar mehr als einzige gestellt hat, sondern seit geraumer Zeit ist jeder, der diese Frage stellt, oder interessanterweise kann ich fast sagen, jede, weil die meisten Akteurinnen, die diese Frage stellen, sind Frauen, durch einen massiven Shitstorm gegangen. Ich erinnere an Simone Peters, die damals im Jahr 2017 nach der Silvesternacht und dem massiven Racial Profiling auf der Kölner Domplatte, das Jahr nach den Übergriffen 2016, in einem Tweet die Frage gestellt hat, ob das legitim war, wie weit die Polizei dagegen vorgegangen ist mit diesem Racial Profiling, und sie bis in die Spitzen ihrer Partei massiv zurückgepfiffen wurde, extrem unter Druck gesetzt wurde und ihre Frage vollkommen delegitimiert wurde. Die andere Person, die mir immer einfällt, ist ebenfalls von den Grünen, und zwar, wie heißt jetzt die Frau mit den, warum komme ich nicht auf ihren Namen, mit den kurzen Haaren, die Anwältin? Mann, die ganz Prominente. Sagt mal eine Frau außer Claudia Roth. Kramp-Karrenbauer. Nein, von den Grünen. Also, Künast? Genau, Renate Künast. Renate Künast hat doch die Frage gestellt, als der afghanische Attentäter mit der Axt in diesem Regionalzug auf das chinesische Paar losgegangen ist und von hinten erschossen wurde, hat sie einen Tweet geschickt, warum eigentlich die Polizei nicht in die Beine, ob es nicht auch getan hätte, wenn man dem in die Beine geschossen hätte. Da ging genau die Debatte wieder los, wie kann sie der Polizei so in den Rücken fallen? Dann Saskia Esken mit ihrem Vorwurf und jetzt Hengame. Also die Frage, sobald über dieses Tabu diskutiert wird, dass man da so massive Schließungsprozesse einleitet, müsste uns allen zu denken geben, passt aber zu dem, was Tahir eben gesagt hat, mit eben, dass Systeme extrem aversiv reagieren, wenn sie in ihren Grundstrukturen angegriffen werden. Und ich denke, die Frage wird uns noch die nächste Zeit beschäftigen. Und die von Demokratieverständnis, ob Exklusion Demokratien inhärent ist, also zunächst mal analytisch natürlich nicht. Ja. Wenn wir den Gedanken von Kants ewigen Frieden nachgehen, so ist im Grunde genommen Demokratie als inklusives Modell gedacht und mit der Vorstellung, dass Demokratien untereinander keinen Krieg führen. Wir wissen, dass das stimmt. Wir wissen aber, dass sie dafür mit Nicht-Demokratien umso mehr Kriege führen. Also ist das so ein bisschen so ein schades Argument. Aber Kant hatte ja die Aussage getroffen, dass letztlich, wenn alle Systeme demokratisch werden, damit der Krieg aufhört und es zum ewigen Frieden kommt. Zu dem Prozess sind wir nicht gekommen. Wir haben zwar sehr viele demokratische Staaten,
wie gesagt, empirisch gesehen untereinander keine Kriege führen, aber eben mit nicht demokratischen Staaten. Trotzdem können wir nochmal von diesem Inklusionsgedanken ausgehen, der analytisch und theoretisch dem Konzept der Demokratie inhärent ist. Inwiefern das sich dann empirisch umsetzt, müssen wir eben nochmal prüfen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Exklusion als Gedanke diesem System eben inhärent ist. Alright, meine letzten eine Minute. Ich würde gerne einfach noch mal ganz kurz noch einen weiteren Aspekt sagen. Übrigens, ich hatte mich geirrt, es war nicht AKK auf dich, sondern Göring, oder Eckhard Göring, wollte ich sagen. Anyway, Frage ist, glaube ich, was ich interessant fand, war die interne TAZ-Debatte, die danach angefangen hat, weil da noch mal sichtbar wurde, gab es einen Artikel in sozusagen der zweiten Welle TAZ-Debatte, bei der dann nochmal eingeholt wurde, dass innerhalb der TAZ-Redaktion eigentlich gerade auch eine Art Generationenkonflikt stattfindet, und zwar ein linker Generationenkonflikt. Und ich glaube, da haben wir jetzt nicht so viel drüber geredet, aber es gibt auch tatsächlich eine innerlinke Verschiebung der Konfiguration zwischen Identitätspolitik, der Frage von Kritik an Staatsgewalt, überhaupt dem Verhältnis zu Staatsgewalt, eine, die sozusagen die Generation davor mit der RAF für sich geklärt hatte. Und die, glaube ich, jetzt nochmal auf eine andere Weise auftaucht, über die Frage, wie geht man eigentlich damit um, dass die Polizei rassistische Strukturen verinnerlicht. Und zwar nicht nur rassistische, und das ist ja das, was das Polizeigesetz tut und das, was das Antidiskriminierungsgesetz tun will. Und das, was, finde ich, gar nicht so blöd von Seehofer und seinen Leuten jetzt probiert wurde, zu verschieben, hin zu der Behauptung, dass eine Kritik an der Polizei Gewalt gegen die Polizei erzeugt, siehe Stuttgart. Also der Versuch, Hengame und Stuttgart zu verbinden, den fand ich an sich strategisch am interessantesten und würde sagen, das ist der, den man am grundlegendsten zurückweisen muss und sozusagen sich darauf konzentrieren, worum es eigentlich geht, nämlich um dieses Antidiskriminierungsgesetz. Und das muss bestehen bleiben. Das sozusagen ist die Bottomline, die man gegen Seehofer und so weiter durchsetzen muss, während man sozusagen diese Hängame-Debatte, glaube ich, nochmal separat als eine innerlinke Debatte und eine Debatte um das Verhältnis zur Polizei weiter reflektieren kann. Ich glaube, da kommen interessante Punkte bei uns. Ja, vielen Dank für diese vielen spannenden Einblicke. Wir sind jetzt schon 7 Minuten über der Zeit und deswegen würde ich jetzt keine weiteren Fragen mit reinnehmen. Möchte mich aber bei allen TeilnehmerInnen bedanken. Wir waren es waren 150 Leute dabei, die hier ihre Fragen gestellt haben und uns zugehört haben. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und wir haben über unsere Gäste auch ein paar Informationen in dem Pad bereitgestellt, wenn Sie sich noch weiter informieren wollen. Das haben Sie vielleicht schon gesehen, aber klicken Sie sich gerne noch durch. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für diese spannende Debatte, die wir vielleicht an anderer Stelle noch mal weiterführen. Und dann wünsche ich allen einen ganz schönen Abend noch. Danke. Danke. Schönen Abend. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.